special. Like a human chess piece I've been playing, you're coming back for more. Do you remember the type of folk we used to be and the simple souls we used to see? Uh-huh. Do you remember a fallen man with no escape? It seems he lives in yesterday. Uh-huh. So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur heutigen Clanliga. Wir spielen in der Corpulo Team League gegen Gamers League 3 ist es. Mit mir, Carsten, wird der liebe Mofo Jones. Herzlich willkommen. Dankeschön. Von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer. Geht endlich wieder rund in StarCraft. Genau, die Spieler trudeln so langsam ein. Wir werden sehen, ein Ferusiril gegen unseren Doktor. Auch Phoenix genannt.
So, jetzt muss ich nur Der gucken, Phoenix vom Team Phoenix. dass ich den jetzt auch gleich richtig schreibe. Feru Cyril. Wir werden ein BO7 spielen im All-Kill-Format. Die erste Map, die wir sehen werden, ist Kairos Junction. Und ja. Da kann ich gut fachsimpeln. Die Map sehe ich gerade zum ersten Mal. Das Gerade ist frisch aus dem perfekt. Urlaub. Ja, bin ich unvoreingenommen auf jeden Fall. Wunderbar. Gut, dann fragen wir mal ganz kurz in der Lobby nach. Die sagen, der ist zu stark und spielt nicht. Und der ist dumm. Tadashi ist der erste Spieler. Ah, Haben Tadashi, wir nichts dagegen, glaube ich, weil der ist okay. zumindest nicht Master. Tadashi. Der hat 4-2 MMR, okay. Und unser Phoenix hat 3-9, okay. Also schon der Gegner favorisiert. Der schreibt auch direkt ready. Geht also mit einem PvP los. Ein PvP, wunderbar. Ja, das ist schwierig. PvP mit ein bisschen MMR weniger, das ist sehr schwierig. Aber ich denke mal, der Ernst wird schon Special Tactics auspacken und uns einen spannenden Fight hinlegen. Hoffen wir es. Alle Erwartungen liegen auf Phoenix. Und ja. Na? Doc schreibt ready, dann starten wir doch mal das Spiel, würde ich sagen. Auf geht's! Ready, steady, go. PvP auf der Map, ich sehe sie auch zum ersten Mal. Lassen wir uns mal überraschen, was unsere Kollegen da entsprechend vorbereitet haben. Ab nach Kairo. Ja, ab nach Kairo. Das sieht auf der Minimap auf jeden Fall schon mal interessant aus, die Map. Relativ kurze Wege, wenn ich das richtig sehe. Oder sieht das nur so aus? Oh, ich glaube, es stimmt schon. Gut. In dem Fall ein herzliches Willkommen an den Spieler von Team Phoenix. Den Phoenix. Okay, wir haben hier Denkt. definitiv Lags. So, Soinos, Jonas Lags schon. raus. Wer ist schon draußen? Soinos has left the game. Wunderbar. Dann müssen wir anpausen. Können wir das? So, 3, 2, 1 und Pause. Game resumed. Gut, jetzt bin ich natürlich etwas ab vom Schuss. Wunderbar. In der linken oberen Ecke den Spieler von Team Phoenix in Rot als Protoss gespawnt. Unser Phoenix. Jawohl. Und rechts unten von den Gegnern von Gamers League in Gelb, Tadashi. Auch dir ein herzliches Willkommen. Phoenix scoutet sehr früh. Oder Ja. spielen kein Rush? Ne, es ist ein Scout. Das spiele ich auch gern im PvP. Da will man gerade gegen Cannon Rush rechtzeitig Bescheid wissen. Jeder ist es keiner, vielleicht will er auch Gas klauen. Oh, der wird Oh. surrounded. Tadashi scheint hier wohl ein bisschen was gegen Drohnen in seiner Base zu haben. Ja, verhindert das natürlich komplett den Scout, wobei Phoenix jetzt schon mal so die Basisinfo hatte. Gas genommen, Gate. Ja, Aber es wird sicher geht jetzt auch. irgendwas kommen. Zwei Gates bei Phoenix. Auch auf ein zweites Gate, genau. Da steht noch bei einem. Schauen wir mal, was da kommt. Da kommt das Habanetics Core. Pylon. Also der Core war relativ spät bei Phoenix. Sehr spät.
Oh, er hatte das zweite Gate schon. Ja, es war relativ spät. Es war nicht so viel später als Tadashi, also ja gut, 5 Sekunden, 6 Sekunden. Oh ja, das ist schon ein bisschen. Also. Oh. Da rechts oben sehen wir den Proxy Pylon. Der wahrscheinlich ein Proxy Stargate, der würde jetzt auch tippen. Kann. Ja, kann auch eine Robo sein, aber bei der Position ist Stargate wahrscheinlicher. Robo baut man näher. Okay, sie kommt auf jeden Fall, ich denke, das wird ein Blink All-In oder sowas in der Art. Nein, es wird Stargate. Ja, was mich jetzt ein bisschen, was ich schade finde jetzt von Phoenix Sicht aus, dass er kein Adept-Opening macht hat, weil mit zwei Adepten hätte er extrem viel Schaden machen können, da Tadashi nur ein Gate hat. Wir sehen aber zwei Stalker, die jedoch direkt in die gegnerische Base gerallied werden. Ja, aber bis das Stargate fertig ist, könnte er schon eine zweite Welle auch noch bekommen. Aber mal sehen, wie es verläuft. Er will auf jeden Fall exen, also Phoenix sieht man schon Pylon unten. Killt jetzt die Probe. Und er holt ja tatsächlich eine zweite Welle Stalker, das ist gut für ihn, aber er schickt sie auch wieder wahrscheinlich rüber. Nee, du hast nee, recht, doch. Sieht nach Blink aus. Weiter den Bau. Auf der Gegenseite sind dann drei Adepten. Das Oracle ist im Production. Ja, jetzt wenn die Stalker rüberlaufen und die laufen rüber, dann könnte das ein Riesenproblem sein für Phoenix, um nicht zu sagen, eine schnelle Niederlage, je nachdem, wie die Stalker jetzt weglaufen. Ja, er hat auf jeden Fall einen Recall ready. Die Frage ist... Stalker verlieren eventuell. Oh ja, da werden aber Probes gezogen. Zieht sich gut zurück und... Ja, das Oracle marschiert gleich los. Alle Stalker sind weg. Er muss eigentlich recallen, um das zu überleben. Da kommt das ist tatsächlich auch Oracle. Die einzige Option. Er hat noch genug Energie. Da kommt jetzt auch ein Void Ray. Oracle geht rein. Unten wird gefightet, oben wird gefightet. Lasert los, vernichtet 5, 6, 7. Ja, da geht er auf jeden Fall. 8. 8 Drohnen mittlerweile verloren. Fightet ja. Unten hat jetzt auch. Einen Stalker verloren, geht den Adepten an. Sorikel mittlerweile ohne Energie oben. Aber es hat seinen Schaden gemacht. Zieht sich jetzt hier zurück. Er muss eigentlich weiter angreifen. Aber es sind auch schon zwei Stalker da und Haufen Probes. Ja gut, er hat eine Exe, also ist noch nicht verloren. Die Exe ist schon durch. Wir haben aber einen Voidway auf dem Feld und der zweite ist auch gleich da. Gegen das ist ein kompletter All-In jetzt. Gegen zwei Stalker. Die anderen drei laufen aber auch heim. Ah, er darf jetzt nichts verlieren gegen den Charge vom Void Ray, muss den abkühlen lassen. Oh, das tut da auch schön. Blink, da wird's Blink entsprechend angegangen. Ah, verliert einen Stalker. Der Void Ray geht sehr offensiv, jetzt kommen die anderen Stalker und die können den Void Ray clearen. Sehr schön, das da ist der Void Ray tot. Das war ein guter Win jetzt. Jetzt ist nur noch ein Void Ray und ein Oracle. Und den kann er nicht angreifen, er muss auf den zweiten Void Ray warten. Also es ist wieder offen, also Worker natürlich ist er hinten, aber es ist ein kompletter All-In bei Tadashi. Und wenn er jetzt hier das Blink durchbekommt, ja, ist aber trotzdem gefährlich, wenn zwei Void Rays da sind. Jetzt kommt das Oracle, kann er eventuell snipen, weil Blink wird gleich fertig. Und es ist gleich durch. Blink, go! Ja, schafft er nicht, oder? Inginatu. Doch! Ja. Der Blink, aber er kriegt es nicht ganz. Darf sich jetzt nicht zu einem weiteren Blink verleiten lassen nach vorne, und dann kommt die Army. Die Army besteht aus zwei Void Rays, zwei Stalkern und die Stalker müssen aufpassen. Aber er hat Blink, er kann natürlich zurückblinken. Ich will den Void Ray angehen und zurückblinken. Ja, da passt gut auf. Zurück. Hat halt auch nicht so viele Ionen jetzt, aber er hat Zeit. Also ist er er kann im Prinzip auch die Echse verlieren, das ist auch noch nicht verloren dann. Das ist ein All-In. Ah, es hat aber keine Ionen zu verlieren, das ist gefährlich. Die Void Rays mit Charge, sehr gefährlich. Unpowern sie die Gates. Da oh, das tut weh. Das tut weh, keine Gates mehr und er verliert auch schon wieder Stalker. Noch einer. Ah, der Charge hat sehr lange angehalten. Jetzt sind noch zu das viele Stalker drin. Das war's, glaube ich. Da ist nichts mehr zu machen. Gegen zwei Voids. Wird auch wir haben 5 gegen 3 Stalker. Der dritte Void kommt nicht, weil er Supply blockt ist, aber er hat so viele Stalker. Definitiv verflitzt ist auch seine Base. Ja, das war der Atosis Pylon. Hätte er mal seinen Tasteless gehabt, dann ist es nicht vorbei. Das war tatsächlich das Problem in dem Moment. Andererseits klar, ich meinte, ich drücke jetzt durch, der hat 4 Gates. Aber bei der Void Rays, es wäre trotzdem schwierig geworden. Er hätte halt mit Blink perfekt Micro eine Chance gehabt, sag ich mal, aber...
So ist das wohl gelaufen. Ich meine, er macht schon noch gut Schaden, aber das ist halt. Ja, die Rogers alleine können das Units killen. Im Prinzip. Ja. Dieser Overcharge hält auch echt lange an von den Rogers. Sieht er die Drohnen, denkt, glaubt, dass er vielleicht noch eine Chance hat. Aber ja, die Batteries ist eine auch unpowered. Hat er nochmal drei Drohnen verloren. Da kommt jetzt auch das Oracle hinten rein. Schildbatterie ist tot. Supply ist auch nur noch die Hälfte. Army 9 gegen 34, also da ist nicht mehr viel zu holen. Ja. Er fightet hier noch wie ein großer, da kommt aber das GG. Damit ist Tadashi in der zweiten Runde. Dark Templar drauf, ist klar, Tune. Dark Templar. So. Wahrscheinlich haben wir jetzt 3 Minuten Delay drin. Nein, wir haben 3 Minuten Delay drin. Allerdings werden die Spieler wahrscheinlich alle noch den Stream schauen. Von daher werden wir jetzt das Ganze mit 3 Minuten Inhalt füllen müssen. Ja, wobei ich denke, der Anführer von denen war ja mit drin, oder? Im Spiel. Ja, aber unserer. Es geht ja um unseren Spieler. Wissen wir schon, wer als nächstes von uns spielen sollte? Oder? Protoss-Zocker wird mir gleich sagen, wer von uns spielt. Und wir können ihn ja in-game mal anschreiben. Ich schreibe ihn mal. Genau. Tu das mal und dann sehen wir gleich. Auch die Map wird entsprechend gleich gewählt von unserem Spieler. Der Loser's Choice ist, soweit ich weiß. Und ja, deshalb sind wir jetzt quasi etwas leicht, wie sagt man so schön? Ja, sitzen auf dem Trockenen. Jo. Wen könntest du denn jetzt als nächsten Spieler vorstellen? Ein Zerg? Ja, also ich würde es auf jeden Fall nicht mit einem Protoss versuchen. Also ich würde jetzt den Protoss-Zocker eher nicht sehen. Er schreibt mir jetzt auch gerade, wer spielt. Es wird ein Zerg sein, der hoffentlich auch da ist. Den du ganz gut kennst. Okay. Ja, er ist auch online. Wunderbar. Wir können wissen wir auch schon, welche Map? Chris Maverick ankündigen. Den müssen wir jetzt mal anschreiben bezüglich Map. Okay, die Reihenfolge ist festgelegt, die verrate ich jetzt mal nicht im Stream, aber wir haben intern anscheinend unabhängig jetzt vom Verlauf schon die Spielerreihenfolge festgelegt. Wunderbar. Dann hast du ja quasi nachher alles entsprechend parat. Wir haben alles parat, ja. Das ist sehr gut. Nur die Map bräuchte ich jetzt noch. Von denen wird auch schon gefragt, Next Player und Map. Azur schreibt er. Postest du die Maps, oder? Du kannst ja schon mal... Kann ansonsten auch aufmachen. Azur, wie heißen die auf Englisch? Ach so, der sagt immer die deutschen Namen, ne? Ich find's ja auch nicht. Ascension to Azur. Ha, gute Frage. Dreamcatcher. Stasis. Plus Shift. Ne? Welche Map? Die habe ich gar nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, was er... Ah ne, jetzt schreibt er nochmal, okay, er schreibt besser Blaustich und das ist, glaube ich, einfacher. Das sollte das Blue Shift sein. Okay. Brauchen wir Game Hard? Ja, bitte. Ja, dann mache ich mal auf. Blue Shift wird die nächste Map sein. Wunderbar. So, dann lade ich euch mal ein. Tu das bitte. Der Jun ist hier der Admin von denen, oder? Dann lade ich mal ein. Ja.
kannst du tun. Invite to Jungle. Wunderbar. Dann betreten wir doch gleich mal die Map. So, der Tadashi kommt auch wieder rein, genau. Na, dann sehen wir jetzt ein PVZ. Joinen. Bei mir bist du aber drin. Ach so, ich bin ja auch drin. Ich bin etwas leicht neben der Kappe. So. Kein Problem. Dann sind eigentlich schon alle da, die wir brauchen. Tadashi ist ready. Chris ist auch ready. Dann würde ich sagen, legen wir los. Yep. Dann würde ich sagen, go, go. Blue Shift, meine altbekannte Map. Also die Garde fand ich ganz interessant. Kairo. Ich denke, wir werden heute noch einige neue Maps sehen. Es sind ja jetzt wieder vier neue Map-Pool, wie jede Season zurzeit. Ist ja echt immer ganz cool. Abwechslungsreich. Und jetzt bekommen wir auch ein neues Matchup. Ja, und hoffentlich einen neuen Sieger. Hoffentlich einen neuen Sieger, würde ich mir auch wünschen. Wenn man streamt, dann mit Team Phoenix Logo. Ist ja wohl klar. So, dann in diesem Fall. Herzlich willkommen auf Blue Shift. In der rechten oberen Ecke der Spieler von Team Phoenix, den Chris Maverick. Herzlich willkommen. Und gegenüber, links unten, in Gelb gespawnt, erneut der Protoss Tadashi, der 1-0 vorne liegt. Vom Team Golden League? Ja. Oder Gamers League? Ich weiß es gar nicht mehr. Gamers League. Gamers League. Genau, wir sehen auf jeden Fall ein Gate bei weiter unten. Eine Hedge First von Chris Maverick. Damit beide erstmal hier Standard Opening. Kein Rush. Genau. So wird alles recht Standard, wobei Tadashi jetzt hier das Gas verhältnismäßig. Das vorher hatte das, glaube ich, das Gas etwas früher gebaut, das zweite. Ja, aber das war PvP, ist wieder anders. Also ja, das. Dem Matchup ist es auch ganz normal so. Mittlerweile Pool von Chris Maverick. Oh Lord, ist auf dem Weg. Und der faked einen Cannon Rush, Tadashi. Er baut einen Pylon vor der Echse. Aber ich glaube, Chris baitet das nicht. Also, der ist zu auffällig platziert. Ich denke, Chris wird es einfach ignorieren. Chris hat auch gesehen, dass Tadashi die Drohne weggefahren hat. Ja. Zum Glück keine Reaktion. Das war ganz, ganz richtig von Chris. Der hat hier auch, ja, der Pylon wurde entsprechend gecancelt. Nexus wurde angegangen. Jetzt kommt der Core, ist gar nicht so früh. Ja. Chris baut jetzt auch die dritte gleich. Ja. Denn er scoutet auch jetzt die NATO. Und sieht das Timing vom Core, also dann weiß er genau, da kommt so schnell nichts, kann ich die dritte safe nehmen. Kein Problem erstmal. Sieht erstmal auch hier schön. Die dritte und geht in Position im Overlord. Speed ist angedrückt. Wir sehen den ersten Berserker. Aber muss ich jetzt blöd fragen. Das ist jetzt aber nicht die Standard-Dritte für die Zergs, oder? Weil eigentlich hätte ich die hier oben erwartet, weil da schneller entsprechend. Also quasi direkt neben dem Main links, da, weil da der Weg kürzer ist. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das ist so eine Vorliebe. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich beides. Ich denke, unten, wenn du sie nimmst, dann spekulierst du darauf, dass der Gegner sie da nimmt, wo du denkst. Und dann kommst du im Creep schneller rüber. Aber von der Entfernung her ist es, glaube ich, ziemlich ähnlich, ob man die jetzt oben nimmt oder unten. Also würde ich jetzt keinen großen Nachteil sehen. Okay. Ich denke, was ein Vorteil ist an der Position, die Chris nimmt, ist, dass so ein War Prison Play zwischen Main und Dritter nicht so gefährlich ist. Mhm. Weil die Kante, die ist schon sehr gefährlich für sowas. Okay. Wir sehen Adept Speed ist in Resonating Glaives ist in Bau. Die Roaches sind im Bau. Wir sehen auch Warp Gate Tag.
Die Linge sehen jetzt hier auch gleich mal den Adepten und. Oh, können sie ihn rausnehmen? Kriegen ihn? Oh, nein! Wir haben ihn nicht bekommen! Goldrone, mit 2 mit 2 HP, das ist doch. Luck, das ist wirklich Luck. Aber gut, also das, jetzt. Das war Bad Luck, aber eine Drohne, okay, für einen Adepten. Damit kann man leben. Kein großer Verlust. Allerdings ist Tadashi gut am Drohnen, also der hat mit 33 Probes gegen 27 ist er vorne als Toss. Das will er zeigen, nicht unbedingt. Wird er mal eine Welle schmeißen müssen. Der gute Chris. Ja, hat ja auch deutlich mehr Income. Oder ja, in den letzten 3 Minuten hat er hier deutliche Income-Peaks und momentan ist er auch income-technisch deutlich vorne. Während Chris hier mit den Lingen so ein bisschen rumschaut. Oh, weitere 5 Adepten. Und ja, bei Chris kommen Banelinge. Weil mit dem Upgrade, es wird jetzt gerade fertig, Resonating Glaives. Das ist, wir haben nur 6 Linge und 4 Queens. Okay, es sind weitere Linge im Bau, 12 Stück. Aber es ist mit Lingen auch echt schwierig. Die Adepten sind extrem stark mit dem Upgrade. Da müssen die Queens mitkämpfen. Na gut, Linge hat er jetzt hier, er versucht es auch gleich. Ich weiß nicht, ob er da viel reißen wird. Einen kann er vielleicht vorne rausnehmen. Ja, das schafft er auch. Jetzt muss er die Shades abwarten. Wenn der Toss es gut macht, teilt er sie ein bisschen auf, aber er scheint sie alle in die Main zu schicken. Und Chris geht mit den Lingen hinterher, surrounded wieder. Kriegt auch wieder einen Adept. Sehr gleich schön, da kommen auch die nächsten Linge wieder. Mehr Linge, sehr schön. Jetzt surrounded er ihn, kriegt wahrscheinlich noch einen Adept oder zwei, bevor die Shades durchkommen. Die Shades aber jetzt in der Natur, sehr gefährlich. Chris evakuiert die Natur. Und damit fallen nochmal noch ein Adept. Es sind noch 2 da. Das macht Chris extrem gut. Es verliert hier ein bisschen Mining-Time, aber das ist, glaube ich, kaum abzuwarten, abzuwehren oder zu kaum Drohnenverluste. Das war echt sehr stark gespielt von Chris. Allerdings selber sein, er hat halt jetzt wieder weiter Zeigling gebaut, ist nach wie vor hinten in den Drohnen. Das will man eigentlich nicht. Wobei man muss dazu sagen, er hat die dritte schon durch. Die hat der Thorsten natürlich noch nicht angedrückt. Demher produziert er jetzt dann eh Probes, die nichts bringen. Das ist voll saturiert. Mittlerweile Hydra auch Hydra denkt, genau. Ja. Da oben kommt auch das fette Gas, unten wird Gas genommen. Toss hat Blink-Upgrade in der Forschung und gleichzeitig Templar-Archive schon fertig. Also er will hier einen Push spielen mit Archons scheinbar. 5, 7 Gates hat er mittlerweile. Er scheint auf 2-Base zu bleiben, ja. 7 Gates, Storm ist incoming, jetzt kommt hier der Observer, der entsprechend dann hier für ein bisschen das Klarheit... Storm hat er nicht, er hat Archons. Genau. Was mir ein bisschen fehlt bei Chris ist der Creeps-Brett. Also der könnte deutlich besser sein, da könnte er deutlich noch ein bisschen hier nachlegen. Ja, da fehlt tatsächlich ein bisschen was, ja. Auch die zweite hatte Gas gebaut, aber noch nicht saturiert. Baut mittlerweile Moaches, 3 Stück. Hat er schon welche? Nee, er hat noch keine. Jetzt kommen die ersten 3 raus. Wenn wir uns die Unit Composition nochmal angucken, wir haben 6 Zealots, 2 Immortals, 2 Archons, 6 Stalker gegen 13 Linge und 3 Roaches. Das ist halt nicht viel. Okay, mittlerweile kommen nochmal 18 Linge und 5 Roaches und der Angriff geht los. Tadashi jetzt auf dem Weg nach vorne und Chris hat es relativ spät gesehen. Mal gucken, was passiert. Der baut halt was. Hat jetzt auch die Upgrades, das Upgrade ist gleich durch. Aber das zu fighten ist halt jetzt auch schwierig. Vor allem mit den Arkans. Mofu sagt nichts mehr. Mofu hat das Mikrofon gemutet. Auch nicht schlecht. Weitere 12 Linge in Produktion. Aber Linge gegen Zealots sind halt. Oh. Und da gehen sie rein. Das sieht gar nicht gut aus für Chris Maverick. Die Linge werden rausgenommen, die Hydras auch. Und die Mortals, die tanken natürlich hier den Rest weg. Sorry, ich musste kurz weg. Kein Problem, wir sehen 13 weitere Roaches, die sind aber noch in Produktion. Es ist sehr schwer gegen die Archons und die Mortals, die machen sehr viel Schaden. Ja, wir sehen auch jetzt noch und gleich nochmal einen weiteren Archon. Den kann er vielleicht attackieren gerade, der Toss passt nicht auf. Der den raus, der könnte fallen. Ne, er zieht ihn zurück im letzten Moment. So, jetzt fightet er und da kommen weitere Zealots. Die Archons halten nicht mehr viel aus, aber es ist trotzdem nur mit Roaches sehr, sehr schwierig. Ich glaube, Chris muss hier die Space aufgeben.
sollte vielleicht die Drohnen evakuieren. Macht er jetzt auch. Genau. Geht er nach unten weg und von oben greift jetzt von hinten an. Du musst einzeln versuchen, die Archons. Jetzt hat kriegt er den einen, der geht auf den Mortal. Jetzt hat er einen Archon. Die Drohnen sind alle weg, sind alle tot. Kein All-In mehr, also der Toss hat inzwischen die dritte gebaut und saturiert langsam. Also da ist Chris jetzt Army schon. Supply ist der Toss auch deutlich vorne und wir haben hier Rot Supply. Jetzt kommen Ravager, die hat er vorher schon gebraucht. Diese stehen aber deutlich schlecht, also. Ja, er kämpft ohne Creep, also tatsächlich der Creep hier fehlt. Das tut ihm auch weh, weil er nicht so schnell kiten kann. Die Biles treffen auch nicht, ja, der Toss passt gut auf, läuft immer direkt auf die Army drauf und wird sie wahrscheinlich. Oh, das können. Da wird er gecatcht, wird von allen Seiten hier attackiert. Ah, und damit. Offensiver Blink. Verliert er den Rest der Army und Tadeshi wird hier sich nochmal durchsetzen können. Holt das 2:0 für die Gamers League. Schade. Jupp. Schade. Aber gut. Wir haben ja noch weitere Spieler. Und als nächstes werden wir den Protoss-Zocker in den Kampf schicken. Protoss, auf dir ruhen alle unsere Hoffnungen. Mach ihn platt. Fragen wir den mal nach seiner Map. Der wird halt jetzt immer gespoilert von mir, indem ich ihn schon vorher frage, aber gut. Wir können ja nicht immer 3 Minuten warten. So. Ja, Tion, das ist Gamer League 3. Ach, weil ich auf dem Discord, auf dem Twitch habe ich den falschen Ding, da habe ich es aber noch nicht geändert. Ja. Port Alexandria. Ist die nächste Map? Ja. Nee. Ich auch gleich mal hoste. So, Port Alexandria. Und Protoss. So, ich lade mir wieder alle ein. Tu das mal. So. Das heißt, wir werden wieder ein PvP sehen. Sehe ich das richtig? Ja, es geht wieder ans PvP. Lobby Invite was cancelled. Ich war zu lang im Ding. Sekunde. Bisschen noch ein. Join Game. So, die Spieler sind auch schon beide da. Damit fragen wir sie mal, ob sie ready sind. Beide ready? Dann geht's gleich beide weiter. Ready. Ja, wunderbar. Sehen wir noch eine der neuen Maps. Ach, aus irgendeinem Grund, okay, kann ich den Chat nicht lesen. Das auf scrollt dem nicht Stream. Mit, ja, das scrollt nicht mit. Ich habe den jetzt hier als Pop-Out rausgenommen. Ich hab's im Handy vor mir, also ich kann auch ein bisschen aufpassen. Jon sagt, dann stimmt der Link und Phoenix sagt, das sieht übel aus. Ja, leider. Das sieht gar nicht gut aus. Wir liegen 2:0 hinten. Aber man kann sowas auch drehen, das ist Allkill. Das kann auch einer, das kann der Protoss-Zocker hier aufdrehen. Und das ganze Team vernichten. Und wenn nicht, dann haben wir ja immer noch ein Spiel übrig. Also ist noch nicht alles verloren. Jetzt erstmal auf Port Alexander. Ja, richtig. Herzlich willkommen hier auf der Map. Protoss-Zocker als roter Protoss gespawnt für Team Phoenix. Herzlich willkommen.
Und links oben in seiner Standardfarbe in Gelb, der Protoss Tadashi liegt 2 zu 0 vorne für das Team Gamer League. Auch dir ein herzliches Willkommen. Diesmal Tadashi mit einem relativ frühen Scout. Eigentlich sehr früh. Oh, da kommt der Ken Rush. Okay, Tadashi baut mal was Neues hier. Er geht in die Main mit seiner Probe. Will er da irgendwie hinter der Main sein? Vielen Dank für den Follow. Er versteckt sich gar nicht so direkt irgendwie sein Ken. Also, Rostocker muss eigentlich schon was riechen. Weil die Probe in das Eck gelaufen ist. Wobei er gleich sieht das auch, wenn er dann die Forge findet. Aber die findet er nicht gleich. Da ist natürlich ärgerlich. Doch, er sucht sie und er wird sie finden. So, und jetzt, wo suchst du danach? Oh, Tadashi baut gut einen zweiten Pylon. Kann sein, dass... Das ist der Ablenkungspylon. Ich denke, der... Ja, er baut eine defensive Forge, das ist gut. Aber die erste Kenne ist schon im Bau und er scoutet sie nicht mal. Er sieht sie nicht, weil er nicht weiß, wo sie kommt. Ja, vier Drohnen jetzt... Zieht. Oh, da sieht er den Pylon. Zieht. Und das, Prognose, ganz, ganz schlecht sieht das aus, weil, die Kenne ist gleich durch. Und mit der zweiten Cannon kommt er schon die mindere Line dran. Jetzt realisiert das und es ist zu spät, denn die Cannon ist schon fertig. Jetzt baut er seine eigene Cannon, die kann ihn aber noch retten. Also die hat er, glaube ich, zu weit vorne gebaut. Eine gegen zwei, er bräuchte eigentlich drei Cannons jetzt. Er muss in die Überhand kommen und die haben jetzt schon jetzt so Vorsprung. Er muss jetzt noch mindestens eine Cannon bauen, ne? Das ist er hat ein Zellet. Eins davon ist ein Pylon, es sind keine zwei Cannons. Aber er kommt nicht ran an die zweite, an die kommt er ran. Okay, das heißt, die eine Cannon muss jetzt gegen die zwei kämpfen und gegen den Zellet. Also er stellt sich gar nicht so schlecht ab, der Zellet das kann passen. Ah, Zellet verloren, das ist bitter, weil die anderen Cannons von dem Gegner sind natürlich auch bald fertig. Jetzt kommt aber die zweite. Aber das sollte trotzdem reichen. Er muss gut fokussieren jetzt, immer auf eine Cannon jeweils mit beiden. Ah, geht auf eine, aber das ist die nicht so schnell fertig wird. Jetzt aber. Ah, oh, da kommt ein Cheer. Das schaut sehr gut aus und er bricht sie ab. Ich habe jetzt leider nicht erkennen können. Vielen Dank. Da kamen Bits. Vielen Dank für diese. Guter Canwash gehalten. Es kam ein Bit von Matze. Ein Bit von Matze, wunderbar. Mittlerweile auch das Gateway von Tadashi. Und ja. Der baut jetzt auch zweites Gateway hinten, will sich hier einbunkern. Mit der Reinwurf. Wir sehen aber den Zocker hat den schnellen Core und die Robo, die ist genau richtig. Denn mit dem Warp Prism kann man solche Spiele schnell beenden. Weil er. Richtig. Ah, er muss aber Gate andrücken. Das beendet er gar nichts, sonst beendet er sich selbst. Kein Gate. Das ist richtig. Er rennt jetzt, will jetzt den Pylon killen. Er will erstmal safe nochmal kommen. Jetzt kommt das Gate. Ohne Gateway ist halt die Robo wertlos, weil wenn er nichts ins Warp Prism reinwarpen kann, dann. Mittlerweile baut er auch den Stalker, den wird er brauchen. Aber es ist trotzdem schon mal sehr erfolgreich, dass er das abgewehrt hat. Also er ist auch im Worker-Count gleich auf und im Tech natürlich vorne, denn Tadashi hat noch kein Cybernetics-Core, während Protoss-Zocker ja schon Geld andrückt. Ich frage mich halt, was Tadashi jetzt hier macht. Baut er jetzt nochmal einen Hidden Stargate? Naja, ich denke, er will dann vorne reinwarpen, noch hinter den Cannons und dann von hinten mit Stalker in die Mineral Line oder sowas ähnliches. Aber bis er Warp Gate hat, sollte Protoss Zocker schon beim Warp. Da kommt das Hidden Stargate. Ach, da unten, okay. Ah, ja. Da kommt das Hidden Stargate von. Okay. Also, das könnte eine mit den Cannons, meiner Taktiken sein. Wenn er jetzt hier noch Schildbatterien dazu baut, dann wird das richtig stark. Aber aber der kommt nichts mehr rein, er hat keine Drohne mehr. Keine Probe. Ja, das stimmt. Wir sehen jetzt auch zwei Stalker. Er schickt eine Probe, aber die wird wahrscheinlich nicht durchkommen. Nee, da haben wir hier einen Stalker und da kommt noch mal einer, also die sollte dann nicht durchkommen. Die Mine meint auch Minerals da unten. Zu defensiv. Er schenkt seinen Vorteil her, indem er Immortals baut. Ja. Und im Warp Prism hätte er jetzt echt das Spiel beenden können. Da kommt auch der Sentry. Ah, er will hier die Cannons erledigen. Das ist auch in Ordnung. Mit dem Immortal schafft er das easy. Das Sentry geht auf große Mission. Probes killen. Oder vom Arbeiten abhalten. Ah, er schafft ein bisschen Ablenkung und Zeit. Kriegt eine Probe. Eine Drohne, so, das ja. Stargate macht noch nix. Na, pass auf deine Stalker. Genau, Stalker. Gut, das wär's mal geklärt, aber er holt immer noch kein Warp Prism.
Aber wer kann jetzt denn nicht auch rüber marschieren? Also Warpless ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Da kommt ein Void Ray. Da kommt ein Void Ray und auch das, ja, sag's mir, Warprism. Warprism ist gleich fertig. Also das heißt, Protostalker wird rüber marschieren jetzt. Weil mit Warprism kann er ja dann reinforcen. Das heißt, der Void Ray wird vielleicht ein Problem sein. Allerdings hat er zwei Gateways, mit denen der Stalker rein warpen kann. Er hat defensiv auch zwei Cannons. Das heißt, er kann auf jeden Fall so ein bisschen sich zurückziehen. Allerdings sind die Cannons auch nur mit einem Pali. Oh, und er geht zum Void Ray. Er erwischt den Void Ray. Das ist natürlich ideal für ihn jetzt. Sehr schön. Er wird ihn kriegen. Damit ist er jetzt weit vorne. Hat jetzt aber auch einen Immortal verloren. Er sollte jetzt den Pyro und den Killer auf. Und damit ist eigentlich jetzt das Spiel gewonnen. Genau, und das sieht Tadashi auch so. Protostalker holt hier den Win. Sehr gut gemacht. Sehr defensiv. Schön gespielt. Ich hätte es wahrscheinlich ein bisschen aggressiver versucht, aber so war es wahrscheinlich noch die bessere Wahl, da er tatsächlich das Stargate auch gefunden hat. Das hat er exzellent gemacht. Wunderbar. Und damit, sind wir wieder im Spiel. Steht es jetzt 2 zu 1. Nicht 1 zu 2, wohlgemerkt. Verzeiht mir bitte. Pardon. So, dann warten wir darauf, was wir als nächstes sehen werden. Ja, wir werden wohl wieder den Protoss-Zocker ins Rennen schicken. Ah, der, er muss. Er muss den Eukel holen jetzt. Protoss-Zocker ist hier. Muss leider jetzt so lange machen, bis er tot ist oder gewonnen hat. Gibt's eigentlich einen Revive? Einen Revive gibt's auch, oder? Ein Revive, ich habe mir das vorhin erklären lassen, den Revive gibt's nur dann, wenn du, sag's mir bitte, wenn du mit drei Spielern spielst, dann darfst du von diesen drei Spielern einen wieder aufleben lassen. Ah, okay. Wenn du vier ins Rennen schickst, dann, musst du mit allen Vieren spielen und darfst auch nur diese vier benutzen. So sind die Regeln. Zumindest hat mir das vorhin der Proto so erzählt. Ja, dem glauben wir doch mal. Da das alles eigentlich zu managen hat und sich mit den Regeln auskennen müsste in der Caprulo, denke ich, ja, das sollte er wissen. So, dann warten wir jetzt noch auf die Map von dem Spieler Yoon, der jetzt für den DMS League antritt. Der ist der Admin bei denen. Spielt jetzt selbst. Und wir können uns sein Profil in der Zwischenzeit schon mal ansehen. Er ist ein 4300 MMR, relativ starker Zerg-Spieler. Das heißt, wir sehen wieder ein PVZ. Wir wechseln uns heute immer ab zwischen Automation ist die Map, die ich gleich mal aufmachen werde. Zwischen PvP und PVZ. Habe ich gar nichts dagegen. Ja, so aus Protoss-Sicht ist immer ganz nett, so Protoss-Matchups. Allerdings so ein Terraner wäre auch nicht schlecht. Vielleicht sehen wir da noch einen später von den Gegnern. Bei uns, ja, vielleicht. Wir verraten mal noch nichts, wer noch spielt. So, Map ist offen. Dann brauchen wir einmal den Protoss, den Sonar und den Yoon. So. Joinen wir doch einfach mal dem Mofu Jones hinterher. Der Host, der spielen wird. Nein, er spielt nicht. Jetzt passiert es im Stream gerade bei mir. Wird jetzt gerade Stargate angegangen und der Pylon fällt jetzt. Yep. Ja, das war. Ich hätte Tadashi das jetzt beinahe verpasst, weil ich war noch mitten in der Map. Ich habe gar nicht gesehen, wer den ersten Voidway bekommen hat. Wenn du mir das nicht gesagt hättest, dann hätten wohl auch die Zuschauer das so nicht mitbekommen. Ja, dafür sind wir jetzt zu zweit hier. Haben alles im Blick. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Gut, dann machen wir das mal kurz. Ja, aus. Sehr schön. Das gefällt mir jetzt gut. Also ich hatte jetzt nicht nur, weil es unser Clan ist, sondern weil man sich ja immer wünscht, dass es ein bisschen spannend wird in so einem Clan War. Deswegen schön, dass es jetzt 2-1 steht. Ja, finde ich definitiv auch. Der Brutus schreibt, es ist nicht so seine Favorite Map, um es mal höflich auszudrücken. Aber er bleibt positiv, wird schon werden. Okay. Den Rest verrate ich jetzt nicht, was er mir schreibt, das ist nämlich taktikbezogen. Aber ich glaube, unsere Gegner verstehen auch kein Deutsch, oder? Wo sind die her?
Das muss ich passen, weiß ich nicht. Irgendwoher kenne ich dich. Die haben wir in der Alpha auch schon mal in der Gruppe gehabt. Gamers League. Kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Aber ich müsste jetzt auch nachschauen, um das rauszufinden. Ich würde mal tippen auf irgendwie Tschechien oder sowas. Also es Da kann schon ich sein, dass die ein bisschen deutscher stehen. irgendwie hätte ich das jetzt auch noch im Hinterkopf gehabt, dass es tschechische Kollegen waren. Wie ich drauf komme, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber. Wir tippen jetzt einfach mal. Ja. So, kann sich nur noch um Sekunden handeln. Der Jun hat gefragt, ob er noch mal kurz, 2, 3 Sekunden bekommt. Solange müssen wir jetzt quasi warten, bis, bis er Er wieder fertig vom ist. Topf kommt. So wie es aussieht, ja. Ah, Proto sagt, obwohl er erst geschrieben hat, gar keinen Bock auf die Map, seine Winrate ist sogar ganz gut auf der Map. Okay. Das heißt, er ist jetzt wieder positive und dann schreibt er nochmal, ich hasse sie trotzdem, also ja. Er ist so ein bisschen hin und her gerissen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall. Wir lassen uns überraschen. Automaton. Da, jetzt haben wir dann schon die dritte neue Map gesehen. Mal schauen, ob wir im letzten Spiel dann wirklich noch die vierte zu sehen bekommen. Welche wird denn das sein, die vierte? Beziehungsweise, was heißt das letzte Spiel? Es kann ja noch weitergehen. Wie können das. Gibt theoretisch alle Maps, das ist ja Best of Seven. So. Ja. Was wir in der Zwischenzeit mal machen können, ist, wir können uns die Map mal angucken. Okay, da gibt es noch gar keine Stats von Liquipedia. Das ist schade. Zumindest sehe ich hier nichts. Sonst hätten wir jetzt quasi so ein bisschen mal nachdenken können, wer denn hier favorisiert ist. Aber in dem Fall leider nicht. Almost done, schreibt Jun. Also erscheint hier noch kräftig am Ausbrüten zu sein. Wer weiß, was er da nebenher noch macht. Ja. Wollen wir jetzt auch nicht so genau wissen. Dass du immer gleich an das Schlimmste denken musst. Also bitte. Ja, gut. Proto schreibt, die letzten beiden von denen sind Terra. Also die haben jetzt hier ein buntes Matchup. Macht es natürlich Noch. interessant, deswegen soll er jetzt mal hier den Zerg weghauen, da wird man auch noch ein PvT sehen. Wer schreibt, dass die letzten beiden Terra sind? Protostocker, anscheinend kann man dann das Lineup doch vorher schon sehen. Okay. Ich guck mal. Schau mal auf deren Seite. Das war Verzeihung, bitte. Match Details. Da steht nichts drin. Okay, also im Coprolo Team League steht nichts drin. Okay. Schade, schade, Schokolade. Okay, Matze flüstert mir gerade, es handelt sich wohl um Franzosen. Ah, Franzosen. Hat es charmant ausgedrückt. Okay. Jun schreibt gerade, eine Mutter ist immer eine Mutter, egal wie alt man ist. Und er hat recht. Da hat er definitiv recht. Auch meine Mutter ist immer noch meine Mutter. Und man fühlt sich immer noch wie ein kleines Kind, wenn man bei ihr zu Besuch ist.
Das kriegt man auch nicht so leicht wieder los. Ja, nichtsdestotrotz scheint hier die Mutter unseren Juni hier ein bisschen aufzuhalten. Ja. Und ja, solange müssen wir euch jetzt halt einfach ein bisschen beschäftigen. Leider gehen die... Okay. Okay. Also Mutter das fliegt könnte weg. sich durchaus nochmal um ein paar Minuten handeln. Denn hier geht es anscheinend darum, dass die Mutter in Urlaub fliegt, fährt, läuft, wie auch immer. Und einfach mal ihre Söhne anruft, Sohn und Tochter. Und solche Telefonate können sich nicht sicher in Länge ziehen. Ist natürlich jetzt für das Matchup und für das Turnier heute nicht gerade von Vorteil. Ja, da wollen wir keine Verzögerungen. Wäre schön, wenn das Keine nicht. mutterbedingten Verzögerungen. Außer es wird sich jetzt irgendwie um eine MILF-Geschichte handeln, dann wäre es was anderes. Aber ein Telefonat ist jetzt hier nicht so ein Grund. Was für eine Geschichte? Das hast du jetzt nicht laut Ich hab gesagt, im ersten oder? Moment an was anderes gedacht, als er irgendwas von Mom schreibt. Dachte nicht, dass er von seiner eigenen spricht. Ja. Denke, es geht jeden Moment los. Okay. Manchmal möchte ich nicht in deiner Haut stecken oder in deinen Gedanken. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Ist okay. Entschuldigt sich. Könnte sein, dass es Jetzt. losgeht. Es scheint so. Genug über Mütter geredet. Ab in den Krieg. Es geht los. Okay. Let's get ready to rumble. Er hat sich um seinen Kühlschrank gesorgt, dass der nicht voll genug ist und er verhungern muss, qualvoll wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Das typische Mutterstatement, ganz ehrlich. Aber so ist es. So ist es und so lieben wir unsere Mütter alle. So hoffe ich Jawohl. doch. So ist es. Auf geht's, Automation. Richtig. Und hier in der linken unteren Ecke, ja, unten Mitte, als roter Protoss gespawnt. Unseren Protoss-Zocker. Herzlich willkommen. Und auf der rechten Seite als lilaner Zerg gespawnt, der Freund aller Mütter von Gamers League, Jun. Auch dir ein herzliches Willkommen. So, Protoss, Palan unten. Baut hier gleich auch sein Gate. Sobald er die Mineralien hat, die er jetzt hat, baut Jun. Ja. Das ist tatsächlich eine von den neuen Maps, die ich auch schon mal gespielt habe. Du hast eine neue Map gespielt. Ich Ah, habe schon ein schade. bisschen mich eingespielt auf Clan Liga Match, was morgen übertragen wird. Übrigens auch wieder einschalten morgen Abend. Pressure wird casten. Clan Liga Spiel. Und was sehen wir hier bei Yun? Er fängt erstmal die Probe ab, scheinbar. Oder was macht er mit seiner Drohne da? Bild erstmal. Ah, okay, er stellt sich auf Cannon Rush an. Da kommt auch sowas Ähnliches. Also ein Fake Cannon Rush und Dragis kauft Juni ihm ab, schickt dann noch ein paar Nein, Drohnen. er scheint hier mir hier nicht abzukaufen, scheint hier genauso wie. Aber der Pool ist ja eher früh, oder? Also denk, wobei es eigentlich ein Findest bisschen du? relativ Ich meine, normal. der hat seine Hedge gebaut und Relativ normal, ja. von daher würde ich jetzt Hat sich nicht sagen. aus dem Konzept bringen lassen. Aber man kann es versuchen, also ich mache es auch ganz gerne.
ein bisschen Can Rush faken. Es ist halt so, wenn du gerade ladderst oder so und gerade gegen irgendwie einen Can Rush gespielt hast und dann kommt sowas, dann wirst du nervös, dann schickst du gleich mal 3-4 Drohnen. Passiert zwar nicht immer, aber ab und zu passiert's und dann ist es schon ein großer Win, die Mining Time. Mittlerweile Speed im Bau, die ersten beiden Länge kommen auch. Core ist jetzt durch, damit sollte der erste Stalker kommen. Ne, ein Adept kommt zuerst. Also ich baue mir ganz gern Stalker zuerst, gerade weil diese Overlord jetzt auch da reinfliegt. Ja. Vier Länge mittlerweile im Bau. Und jetzt hat er auch vorne das zweite Gateway, damit ist auch die Rampe vorne so oder der Eingang vorne so weit dicht. Wake up. Den, Hexe bei Jun, die dritte, sichert sie mit Lingen ab. Der Overlord scoutet in die Main, also da hätte Stalker jetzt einen schönen Kill bekommen. Overlord am Anfang ist schon wertvoll. Drain, bitte, wenn du was möchtest, dann schreib uns das bitte im Chat. Anstupsen ist doof. Muss ich raustappen. Was steht bei Move? Ah, ja, okay. Gerade solche Witze dann bitte in Chat posten. Weil, ja, für sowas rauszutappen. Drain schreibt gerade, um auf das Thema von dir zurückzukommen, es steht ja schon in deinem Namen drin, lieber Mofu. Das hat er gut erkannt. Ne? Da muss ich meinem Namen noch alle Ehre erweisen. Der Adept ist raus, Stargate ist durch und gleich ist auch der Twilight Council soweit. Die Frage ist, scoutet er das Stargate? Aber kommt ein Phoenix, also das wird er früher oder später bemerken. Aber er stellt ihn erstmal nach hinten zurück. Er geht nicht gleich auf Overlord-Jagd. Er will es möglichst spät bemerkbar machen. Ist auch noch kein Spore oder sowas im Bau. Ja, er scheint doch, er will jetzt hier den Overlord, der hier vermutet wird, kriegen. Sieht aber hier ist keiner. Okay, dann zeigt er doch direkt den ersten Phoenix. Ja. Das ist dann wahrscheinlich eher die Taktik, mit einem Phoenix in dem Oracle rüber zu gehen, Queen zu liften und so zu versuchen. Aber auch dann finde ich es gar nicht so schlecht zu versuchen, das geheim zu halten. Weil jetzt mit dem Spore ist es natürlich deutlich schwieriger, Schaden zu machen. Ja. Aber so kriegt er vielleicht einen Supply Block und sucht wahrscheinlich den anderen Overlord auch noch. Ja, den Supply Block wird schwierig sein. Wir sehen auf jeden Fall die Linge, die da scouten gegen die Adepten. Ja. Overlord hat er gesehen, tötet ihn auch. Jetzt, ja. Und damit wird er einen kleinen Supply Block bekommen. Ne, er fliegt weiter. Okay, er hat's doch eilig. Okay. Naja, es hat's nicht realisiert wahrscheinlich. Drei weitere Gates hier, in der Zwischenzeit droht Jun auf. Er hat in der dritten kein Spore, das wundert mich. Drei Basen. Genau, er hat aber eine Queen. Ja, die jetzt auch die gleiche drei zweite. Queens, okay, ja. Mit drei Queens ist es schwieriger zu machen, da muss der Phoenix aufpassen. Oh, da, richtig, der Phoenix, der... Aber er lockt sie weg, das Oracle könnte hier... Könnte reingehen, traut sich nicht so ganz. Doch gefährlich gegen Queens. Gegen drei auf jeden Fall. Bleibt hier auch stehen, mitten an einer relativ unschönen Position. Sucht ein Opening mit dem Oracle, aber das sind überall die Queens. Naja, Legt schade, in der dritten wäre es gewesen. Zurück. Da hat er definitiv ein paar Drohnen bekommen. Interessant, zweites Oracle und drittes Bau mit Adepten. Anscheinend wird das jetzt auch so eine Art Bust-All-In hier. Drei Oracles, ein Haufen Phoenix, hier weitere Gates, es könnte nicht ein All-In werden. Er hat, glaube ich, auch schon Adept-Speed. Glaive ist, glaube ich, durch. Genau, das war vorhin angedrückt worden. Hat hier oben auch einen Warp in Pylon. Die ersten beiden, Roaches sind hier. Kommen einige Roaches. Spinecrawler werden gebaut, Evo Chambers. Ja, ich denke, Jun realisiert, dass das ein All-In ist. Also er ist ja auch in der dritten noch mit einem Ling. Zumindest in unserer Position. Jetzt geht's drauf. Die Oracles sind bereit, suchen schon mal die Linge. Ah, genau auf die Queens und da fällt das erste Oracle, hat nicht gut aufgepasst. Der Spore zahlt sich aus, aber die Adepten machen natürlich Schaden. Wobei die Queens haben mit Glaive. Ah, und das zweite Oracle fällt, das ist wertvoll. Oh, da laggt's grad. Ein kurzer Lag, noch ein Lag. Wer laggt diesmal? Mad Frog. Mach mal Pause, wenn du kannst. Wie geht das FC? Game paused. Er ist immer noch drin, oder? Ja.
Jetzt hat er verlassen, okay. Gut. Beide sind ready. Dann geht's jetzt auch gleich wieder weiter. Da sind die Deppen mal in die Base rein. Wie viel Schaden können sie jetzt hier machen? Wir haben. Jetzt geht's an die Drohnen in der Main. Wir haben 12, 10, 15 weitere Roaches zum Bau. Und die Deppen, die gehen halt hier jetzt drauf. Und wir haben hier vorne weitere Deppen. Teilweise geht er da in die Main. Er holt jetzt ein paar Drohnen auf jeden Fall, aber er fokussiert nicht gut. In der NATO kriegt er keine. Da waren die Roaches im Fokus. Das war echt zu langsam, es tut mir leid. Hat sich jetzt hier zurückgezogen. Wir sehen 22, 28 weitere Linge. Also hier, er will hier definitiv auf Defense gehen. Wir sehen Stargate, Voidray und wir sehen auch das Templar Archive. Er bleibt jetzt hier auf 2-Base. Das ist jetzt auch ein bisschen Verzweiflungsspiel. Nimm die dritte. Nimm die dritte. Und jetzt bei dem Gegenangriff schauen wir uns die Units an. Das geht in die Hose. Das, 28 Linge, 22, 20 Roaches. Das wird sehr schwer zu verteidigen. Das wird fast unmöglich zu verteidigen. Okay, wir haben noch zwei Oracles auf dem Feld. Der zweite Voidray ist wichtig, der muss jetzt gleich kommen. Es dauert noch ein bisschen. Dann das kommt aber der Angriff schon. Definitiv. Er hat auch keine Schildbatterie. Er hat eine gute Position, die Oracles von hinten, aber der Voidray muss die Roaches fokussen. Und den Boost anmachen. Der Voidray fokussiert immer noch Linge. Jetzt geht's auf die Roaches. Naja, jetzt der zweite Voidray, jetzt, wenn Prismatic Alignment angemacht wird. Ja, er macht's aber nicht an. Jetzt hat er den ersten damit an. Kann das verteidigen, aber seine dritte verliert er. Vermutlich, wobei da kommt zwei Adepten reingeworfen, drei. Die könnten es eventuell gerade so aufhalten, es wird richtig knapp. Es scheint dritte, zu funktionieren. Die dritte wird gehalten. Ist noch eine Roach. Er hat's gehalten, sehr schön gemacht. Hier vom Protoss-Zocker. Unerwartet, aber trotzdem gut gehalten hier. Ja, es war auch der Jon hat es auch nicht so gut gefightet, der ist mir in die Engstelle reingelaufen. Und tatsächlich. Aber eigentlich auch Protoss-Zocker vorher machen können sollen. Mit seinen Adepten einfach noch ein bisschen weiter zurück und weiter von da hinten fighten. Finde ich. Wir sehen jetzt hier mittlerweile die zweite Forge. Nein, die erste Forge. Und die Robo-Bay. Jon hat jetzt einen Haufen Hydras auch schon, die ist natürlich jetzt extrem gefährlich gegen diese Unit Composition. Aber Storm, hat er schon Storm? Templar hat er. Storm ist gerade im Bau und wir sehen jetzt auch den Lurker Dent. Storm dauert nicht mehr lang her, also gegen Hydras. Aber wenn Lurker Dent kommt, wird er wahrscheinlich auch mit Hydras nicht angreifen wollen, sondern auf die noch warten. Den Oracus könnte jetzt mal revelaten hier. Wollte er auch, dass er die Hydras im Blick behält. Jetzt sich erstmal zurück. Storm wird auf jeden Fall fertig. Ja. Aber Jon hat jetzt auch keinen Druck. Er ist jetzt schon auf 4 Basen. Er kann auch erstmal chillen. Andererseits wisst jetzt gegen den Toss auch nicht unbedingt, der eh schon so Richtung Skytoss geht. Wisst vielleicht nicht unbedingt ins Late-Late-Game, aber er wird sich erstmal maxen, denke ich, bevor er. Oder geht er jetzt los? Er geht los. Geht los. Er will doch die ersten Lurker schon offensiv reinholen. Jetzt die Oracles müssen jetzt revelaten. Das müssten sehen, hoffentlich. Liegen vorbei ja. Und sterben an den Hydras. Das ist nicht gut. Ohne Revelation. Doch, die kommt. Da noch. Kommt's, aber dafür geht er drauf. Und er hat auch nicht alle Hydras erwischt. Jon macht's auch clever. Er schickt die Truppe woanders hin. Kann wahrscheinlich jetzt mit den anderen hier seine Lurker reinholen. Und das wird der Protoss-Zocker so schnell sehen. Wir haben hier auf jeden Fall 2, 3 Storms ready. Er will drauf gehen. Okay, die Lurker sind noch nicht fertig. Wenn er jetzt gleich drauf geht mit Storm, dann ist es vielleicht noch eine Hoffnung. Und ja, er geht oh, drauf. Oh, da stormt er seinen eigenen Moment Units. Fertig. Und hat er noch einen Storm übrig? Ja, er hat noch einen direkt in die Hydras. Der war wertvoll, der Storm. Und er hat sogar noch ein anderes Storm. Teilweise die Lurker oh. Noch mehr Storms. Sehr schöne Storms. Ah, aber die Voidras sind alleine und gegen Hydras Futter. Es wird wieder knapp. Es wird wieder knapp, der Archon fällt. Noch 3 Lurker da. Ein Voidray. Ah, die Templar. Ein Storm hat er noch. Ein Storm. Ja, sehr schön. Und da kommt Parcellets.
Aber was macht er gegen die Lurker? Er sieht sie nicht mal, kein Observer da. Ah, zwei Lurker sind schon so stark. Da bringt er sich in Sicherheit. Die Lurker haben jetzt hier natürlich freie Bahn und die Hydras hinter. Ja, und jetzt kommt einfach der Schwarm. Sag Makro ist halt auch, wenn es nicht gestört wird, einfach unbesiegbar. Deswegen, schwierig. Also Army Supply technisch haben wir hier einfach eine Komposition von Jun, die jetzt mittlerweile unschlagbar ist mit dem, was Protoss hier hat. Er hat einfach nur Zellets. Hätte er die drei Lurker noch besiegt, dann wäre das gut möglich gewesen. Aber so natürlich dann jetzt. Unter Umständen wäre das noch möglich gewesen, aber so jetzt wird er sehe ich da keine Chance mehr. Keine das Hoffnung mehr, es ist auch kein Storm mehr da, also das ist gelaufen. Schade, er hat sich echt den ersten Angriff sehr gut abgewehrt, also das war echt stark. Und ja, jetzt im zweiten war es dann doch ein bisschen zu viel. Gerade auch, weil der Lurker-Tech gut genutzt wurde, auch genau in dem Timing so angegriffen. Gut, damit steht es 1 zu 3. So, dann müssen wir jetzt mal noch hier ein letztes Ass aus dem Ärmel ziehen. Und der Drain muss jetzt durchmarschieren. Er muss marschieren. Das war dann wohl ein Satz mit X. Dann schauen wir, dass der nächste Satz mit IX endet. So hoffen wir doch. Würde auf jeden Fall für uns sprechen. Gut, im Prinzip, wie sieht's denn aus? Train Fact, was noch zur Auswahl steht an Maps, da muss ich selber nachschauen. Cerulean hatten wir noch nicht. Parasite hatten wir noch nicht. Und Stasis. Drei müssten es noch sein, oder? Wir hatten jetzt vier Partien. Genau. Ja. Dann habe ich die alle aufgezählt. Drei sind's noch. Cerulean Villa. Gar keine Punktezahl auf dem Stream. Ja, ich muss gestehen, ich habe vergessen, wie das geht. Steuerung N, ja. Danke. Und ja, Steuerung D Slappy, kannst du auch noch für hattest, Produktion. Du hattest ja vorhin auch noch ein Follow da gelassen. Vielen Dank nochmal. Wir freuen uns natürlich über jedes Twitch Prime Abo. Also von daher wäre es super, wenn ihr da uns was da lasst. Ne? Ich habe heute auch zum 12. Mal in Folge abonniert. Da hat mir Twitch gleich ein Jubiläum angezeigt. So soll es sein und dann akzeptieren wir mal den Lobby-Invite. Jun entschuldigt sich nochmal für den Lag von Madfrog vorhin. Error, try again later. So, we will try it again, my friend. We will try it again. So, die Spiele habe ich schon mal. Ja, und ich würde sagen, es ist noch alles offen. Also Drain ist ein sehr starker Protoss-Spieler, der auch in allen Matchups gut spielen kann. Und ihm liegt besonders auch Makro und solche Spiele. Also es kann gut sein, dass er sich da... Jun hat da jetzt auch nicht gerade gecheased. Also ich denke, da könnte ein spannendes Spiel jetzt noch kommen. Also trotzdem 3 zu 1. Denke ich, sollten wir uns noch nicht aufgeben. Ist noch alles drin. Es ist ja ein All-Kill. Es ist Matchball für die Kollegen, aber... wir hoffen natürlich hier, dass wir jetzt die nächsten drei Sätze für uns entscheiden können. Andernfalls würde mit dem nächsten Sieg die Gamers League als Winner aus der Partie hervorgehen. Das wollen wir natürlich vermeiden. Es geht weiter. Dwayne schreibt, Musik ist an, kann losgehen. Dann schauen wir mal. Kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Ja.
Cerulean Fall. Jetzt sehen wir mal wieder eine von den bekannten Maps aus der letzten Season. Die auch, ja, ich denke, ganz, ganz angenehm ist zu spielen. Ganz in Ordnung sollte die sein für beide Parteien. Und los geht's. Wunderbar, dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar haben wir hier in der rechten oberen Ecke den Spieler von Team Phoenix, unseren Dwayne. Herzlich willkommen. Und links unten in Türkis gespawnt, gerade eine Map geholt vom Team Gamers League, der Jun. Auch dir ein herzliches Willkommen zum heutigen Clan War. Gleichzeitig auch einen herzlichen Abschied, denn das wird deine letzte Map heute sein. So oder so, hast du völlig recht. Das wird die letzte. Ah, da habe ich jetzt leider nicht dran gedacht, dass es auch im anderen Fall die letzte sein wird. Ich wollte jetzt hier ein bisschen mehr verwerfen den Gedanken und es geht hier rein. Drain scoutet, Yun exit. Drain baut auch unten, will auch ja, Standard-Makro auf jeden Fall. Mit einem Gate, kein Cannon Rush. Spawning Pool, alles relativ normale Timings, nichts Außergewöhnliches bisher. Ja, da ist soweit definitiv nichts Anormales zu sehen. Drain hat ja auch ein Resubscription bisschen längere Pause, confirmed. aber Automatically hat sich auch relaying. fleißig Thanks. eingespielt, weil wir gestern auch schon Clanliga gespielt haben. Da hat er auch schon einige Spiele vorher gemacht, also ich denke, er ist schon relativ fit. Und gerade da ist er gestern auch schon um was ging, auch jetzt aktuell eingespielt. Matze, vielen Dank für dein 17. Twitch Prime-Abo. Sehr schön, vielen Dank. Einen sehr, sehr, ja, wie sagt man so schön, treuen Zuschauer haben wir in dir gefunden. Mittlerweile Vierlinge im Bau, ganz Standard hier. Der erste Adept ist da, Nexus kommt. Und die Und Drohne, die Stargate. sollte jetzt gleich. Da geht, okay. Jun mit seiner dritten. Versteckt auch gar nicht. Also der Oblat wird nochmal zurückfliegen. Das Stargate direkt sehen. Spielt auch mit Adept, also auch Resubscription nicht mit confirmed. Stalker First. Automatically Dann relaying. geht Thanks. es auch eher um den eigenen Scout, als den Gegner-Scout zu verhindern. Und der zweite Adept soll die Lücke schließen. Sollte auch rechtzeitig kommen. Der erste kämpft schon mit den Lingen. Kann hier ein bisschen kiten und könnte natürlich auch die drei Linge rausnehmen, wenn er aufpasst. Aber Jun saved hier seine Linge, verliert hier nochmal ein, baut ein Baneling-Nest und 12 weitere Linge. Da wird der Erzieher also, so wie es aussieht, will er hier definitiv basten. Er will Er will hier Druck rein. machen, aber er hat eine dritte im Bau. Ich hoffe, dass Drain die jetzt nicht scoutet. Aber wenn er sie scoutet und dann so ein Banning Bust kommt, dann es ist es noch gefährlicher, als wenn man sie nicht scoutet. Also nicht scoutet, dann muss man mit Okay. allem rechnen. So, wir sind's Oracle, definitiv. Resubscription confirmed. Chris Maverick, Automatically vielen Dank für relaying. deine acht Thanks. Monate und Linkentos Park auch für dein Stufe 1 Abo. 2 Monate dabei. Hey, ho, let's go, Drain. So, Und schauen wir er mal. sieht direkt die Banelinge, die sie gemorpht hat mit dem Oracle. Aber er reagiert Aber nicht. er Er fliegt reagiert einfach nicht. weiter. Oh. Er fliegt Das einfach weiter. ist. Jetzt geht er zurück, jetzt geht er zurück. Das Aber die könnte zu Banelinge spät kommen auch sein. schon. Die Banelinge werden die Lücke öffnen. Und damit ist es zu spät. Allerdings, Das Oracle macht gar nichts. das Oracle kommt jetzt dazu. Die Banelinge sind schon weg. Also es ist jetzt hier doch möglich, das aufzuhalten. Und es geht ja auch relativ easy. Also das hat mich jetzt überrascht, dass da nicht mehr Schaden passiert. Drain Mich bleibt cool, sagen wir überrascht mal. das jetzt auch gerade. Also mit der Öffnung des Eingangs hätte ich mir jetzt eigentlich schon fast das GG Ausgemalt, ja, ich auch, durchaus. ausgemalt. Aber Wir die, ich sind glaube, das war von Jun auch nicht so gut ausgeführt. Also die Banelinge, die definitiv haben nicht. nicht so Definitiv nicht. gut die Ziele anvisiert.
Und dadurch, Drain wird jetzt hier stabilisieren, hat jetzt seine Shield Battery, hat ein zweites Oracle, scoutet mit dem anderen Oracle die weiteren Dinge, sieht alles, hat alles im Griff und worker-technisch ist er weit vorne, 16 Probes. Jun muss jetzt anfangen zu drohnen, macht er jetzt auch 6 Drohnen kommen. Und Drain kann natürlich jetzt mit Oracle rausziehen, weil er weiß ja jetzt, hier sind ein paar Länge unterwegs, die stören ihn nicht. Ist jetzt auch seit Oracle. Ein paar Minuten im Supply. Geht jetzt zur dritten, kann hier vielleicht die paar Drohnen killen. Fokust hier auch die Drohnen schön und verliert vielleicht einen Oracle. Ne, er kriegt es weg, sehr schön. 10 Supply. Vier Drohnen gekillt, damit bleibt er weit vorne mit den Probes. Muss halt irgendwann seine dritte nehmen, aber hat da jetzt auch Zeit dafür. Also er ist jetzt echt weit vorne erstmal, weil Yun keinerlei Tech hat. Er kann natürlich, er hat ja auch noch überhaupt keine, jetzt baut er hier den leer. Und Roach Warren kommt jetzt langsam durch. Aber da ist keine Gefahr jetzt erstmal. Also da hat Drain jetzt bestimmt noch 5 Minuten seine Ruhe, kann jetzt hier exen. Hat 3 Oracles, da kommen die Linge, können da nicht rein. Die NATO wird geblockt. Macht alles richtig, die Schildbatterie hält den Block erhalten. Gut, in der NATO sind ein bisschen viele Drohnen, im Gas keine. Kleine Kleinigkeiten, aber nichts Wildes. Yun macht jetzt das Einzige, was er machen kann, nämlich Drohnen. Er ist weit hinten und muss jetzt auf Drohnen, baut nochmal 9. Und die 3 Oracles ziehen auch wieder los. Werden den Count niedrig halten, versuchen. 3 mit 2 Schildbatterien hier an seiner dritten Base, um hier ein bisschen Luft zu verschaffen, falls die Linge angreifen. Und hat auch schön die Adepten eingebaut. Jetzt die Oracles gehen rein, kriegen nochmal ein paar Drohnen. Saved auch wieder schön das dritte. Das könnte jetzt eigentlich weglassen beim nächsten Angriffsflug, aber geht wieder rein. Aber er hat es nach hinten gezogen. Insgesamt wieder 5 Drohnen gefallen und damit ist er weiterhin 10 vorne. Aber hat hier das Oracle hat halt nur noch 1 HP, ne? Ja, das Schild, ein HP Schild regeneriert. Ist das nicht kann viel. Haltor dann mittlerweile im Bau, Roachwan, sage ich schon, Robotics Bay. Und Storm wird gebaut. Natürlich der Counter schon da, bevor die Hydras da sind. Also Drain spielt das hier perfekt runter bisher. Keine Probleme. Allerdings nach wie vor das Gas in der Natur umbesetzt, das zweite. Langsam wünsche ich mir noch so ein paar Gateways. Jetzt kommen sie in der dritten. Also auch das genau richtig. Und die Phönixe suchen weiter nach Overlords. Er verhindert auch die Scouts. Also das ist echt ideal mit den 2 Phönixen. Die kosten ihn nicht so viel. Und damit sind auf der ganzen Map kein Overlord. Bis auf der eine, der jetzt zum Overseer wird, neben seiner Main. Aber der ist aber auch gut von Yun platziert. Den konnte Drain nicht finden und der scoutet jetzt dann alles. Frage ist es zu spät? Das Warpress ist schon unterwegs. Storm ist gleich durch. Damit sollte Drain auch demnächst mal was machen. Offensiv. Mittlerweile die ersten Hydras auch gleich fertig, beziehungsweise gerade angedrückt. Da sind Warp die ersten fertig. Aber 2 Queens da. Da kommt die vierte von Drain. Drohne verliert da. Geht in den Angriff. Es ist schön, dass die vierte gescoutet wird. Damit rechnet Yun jetzt nicht mit einem Angriff. Und der bereitet sich hier aber schon gut vor der dritten. Und könnte hier auch viel Schaden machen. Wenn wir uns den Unit-Count anschauen, bei, wie erwartet, kaum Units bei Yun. 7 Hydras, 14 Linge. Das dagegen ist 16 Zealots. Ein Archon und 3 Templer mit Storms. Ja, die haben alle also Storm ready. Er geht jetzt auch nach hinten und will hier von hinten anscheinend nochmal reinwarpen. Er zieht. Drain zieht ihn hier in die Main Base. Jetzt kommt er hoch und dann wird er mit Storms erwartet. Hier kommt der erste Storm. Er zieht die Drohnen zurück. Ja, okay, Drain wäre erstmal nur die Echse. Hat hier aber sein. Mehr Drohnen killt. Hat hier sein Warp-Prism verloren. Ist trotzdem schade. Ist es sehr wertvoll, die Echse zu killen. Er kann jetzt dann oben mit dem Recoil raus. Muss jetzt allerdings auf die Storms achten. Jetzt hätte er eine gute Position. Wow, passt auch. Aber er hat noch einen Storm. Und jetzt geht's drauf auf die Hydras. Aber er zieht sie zurück. Nur Hydras können auch nicht kämpfen. Also da muss Yun sich zurückziehen. Denn nur Hydras, wenn Storms da sind, ist natürlich nichts. Ein Storm hat er auch noch. Warprism wird nachgebaut. 3 neue Gates kommen. Pylons wird es saturiert er auch. Hat er die Oracles nicht mehr mitgenommen? Oh, schade, da haben wir den Storm verpasst.
Mittlerweile auch ein Spinecrawler, mehr oder weniger. Ja, Der gut Dead so. Run By geht jetzt zur neuen dritten, während er wieder die vierte angreift mit seiner Hauptarmee und da die Armee auf sich zieht. Und das Dead Run By kommt jetzt rein, kann Schaden machen, wird Drohnen killen. Gleichzeitig unten Storm wieder. Ja, und Kann jetzt jetzt neun Drohnen wieder neun mit den Drohnen Zenliths. rausnehmen, ja. Geht jetzt auch hier rein und Ah, die kleine fightet das Armee wieder. sollte eventuell recallen. Aber es macht kam da auch auch noch. Grad Dark Macht da Templar Templer. Schrein. Zwei zwei High Templar Templer verliert verloren. er. Aber das, glaube ich, kann er entbehren. Gleichzeitig wieder Run by, sehr schön. Die Armee läuft los vom Zeug und gleichzeitig kommt wieder ein Haufen Zealots hier in die dritte. Das Warprism, das hier runterfliegen sollte, hat natürlich auch gleich wieder verloren. Kriegen die dritte. Schade. Ja, die dritte ist definitiv Geschichte. Und jetzt muss er nur noch verteidigen, dann hat er das Spiel gewonnen. Kann er das verteidigen? Die Armee ist natürlich nicht so in guter Position. Aber er hat aber er genug hat viele Warprints. Storms, er ja. meint, er hat jetzt hier. Und die Oracle sollten auch aufpassen, nochmal markieren vielleicht. Oh, ah, da hat er's zieht er genau, schön zurück. Wunderbar. Alles richtig, jetzt kommen wieder Storms und dann kann der Zerg auch nicht angreifen. Ist, und er ist auf ist Two jetzt Base. In guter Position. Die Schildbatterien sind jetzt fast leer, aber er kann sich hier jetzt mit den Warpins rettet, dass ich. Oh, schön. Die mit den Dark Templern rein. Wir sehen Lurker Dent, aber. So, die unsichtbaren Protoss-Einheiten waren ein bisschen schneller wie der Lurker denn. Damit sind die Hydras hier geschnetzelt. Jetzt bemerkt es auch hier das unten. Macht, sieht das macht zurück. Er ganz schön, lässt hier nur die Heide, die Dark Templar fighten. Er darf ihm jetzt nur keine Zeit geben. Er kann ihn ja jetzt eigentlich finishen. Seine Armee ist deutlich größer. Und er ist auf 2-Base der Zerg, also er wird auch keine große Armee bauen können gerade. Das heißt, wenn er jetzt einfach rüberläuft, ihn planiert, ist das Spiel gewonnen. Wenn ihm Zeit gibt, bis Lurker da sind, ist es trotzdem wieder so. Ja, er ist weit vorne, aber es ist wieder möglich, sagen wir mal, für den Zerg. Er braucht halt jetzt auf jeden Fall auch einen Observer oder sowas in der Art. Ich meine, er hat zwar Oracles, die haben auch volle Energie. Ja gut, das könnte reichen. Jetzt macht das aber auch, jetzt geht er vor, hat die Armee runtergezogen mit einem DT und greift jetzt wieder an der bald dritten an. Lässt sie wahrscheinlich sogar noch fertig werden. Die Armee ist wieder in Position, aber es ist noch kein Lurker da, so wie ich sehe. Und jetzt kommt nee, drauf. Nee, Lurker Dent ist noch nicht fertig. Ja, damit Storm. Da kommt der Storm, schön. Das ist schwer für Jon zu verteidigen gegen so viele Storms. Strain hat noch unendlich Storms. Oh, und da ist er wieder reingelaufen. Das macht er schön. Kann sich immer wieder zurückziehen und problemlos weiter stormen. Gleichzeitig ist auch unten an der vierten wieder drei Dark Templar. Drain ist hier echt gut im Multitasking. Er warpt auch in die Mainbase mit Warp Prism 10 Zealots rein. Und ist überall gleichzeitig und gewinnt sogar nebenbei noch den Hauptfight mit seinen Storms. Ich versuche gerade alles hier auf die Karte zu kriegen. Das da ist macht hier das schon eine sehr starke Vorführung von Drain. Und das wird macht hier er sich durchsetzen. Gut. Wird das 3-2 holen. Oh, da geht. Er verliert sicher jetzt ein paar High Templar, aber das ist kein Problem für ihn. Er ist im Makro weit, weit, weit vorne. Sieht hier auch den Lurker hat kein Dent. Makro mehr. Und der Lurker Dent ist hier definitiv gleich Geschichte. Nee. Ja, er hat weiter ein bisschen Zellets reingewarbt. Aber Jun weiß auch gar nicht, wo er verteidigen soll, dass so viele Fronten angegriffen wird. Er läuft so ein bisschen hinterher an allen Fronten. Ah, der Lurker Dent sollte er vielleicht noch rausnehmen, aber da ist das GG. Ja, wunderbar. Also, den Angriff am Anfang gut, das Oracle fliegt raus, so wir dachten beide erstmal schlucken, aber war ganz definitiv, easy, alles ja. easy gehalten, kein Problem irgendwie. Vielleicht ein kleiner Fehler von Jun mit den Banelingen, aber danach Drain auf jeden Fall souverän gespielt, verdient gewonnen. Definitiv, das hat er gut gemacht und damit, ja. Bleibt spannend, 3-2. Schauen wir mal, ob Drain uns jetzt vielleicht noch die nächsten beiden Siege bescheren kann. Gut in Form ist auf jeden Fall. Ja, definitiv, das hat man gesehen. Jetzt kriegt er natürlich ein anderes Matchup. Jetzt kriegt er ja, wenn das stimmt, was uns der Protoss-Zocker gesagt hat, zwei Terraner ab. Also maximal zwei. Erstmal den ersten knacken. Wovon wir mal ausgehen. Definitiv, definitiv. Dann schauen wir mal, wer als nächstes als nächstes in die Partie einsteigt.
vermutlich gucken sie auch noch den Stream oder sowas in der Art. Subslap. So. Dann sollen wir sie mal auf Französisch begrüßen. Bonjour, mes amis. Vive la baguette. Vive la baguette, okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ich habe nur alle Worte, die ich Französisch kann, zusammengereimt. Ah, okay. Behaupte ich jetzt einfach mal, um politisch korrekt zu bleiben. 3 Jahre oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele in der Schule, verschweige ich jetzt mal. Ist auch schon lange her. Ja, das sagst du was. Ja, tatsächlich haben wir, in 2 Wochen habe ich mein 10-jähriges Klassentreffen vom Abitur. Da merkt man dann, dass man alt wird. Okay. So, jetzt bekommen wir zum Glück noch die letzte neue Map. Stasis. Stasis. Dann suche ich mir die mal raus hier. Und Spieler wird sein? Der Tirailleur, um das mal französisch auszusprechen. Tirailleur, okay. So. War das so? Weizen raus. Tirailleur. So schaut man ihn. So. Go, go Power Rangers! Zwei Maps haben wir noch auf dem Programm. Allerdings ist das hier durchaus, ja, wie sagt man so schön, auch wieder das Matchgame. Ja, die Gegner haben noch einmal Matchball. Richtig. Im Prinzip könnten sie sogar noch zweimal Matchball haben. Allerdings. Wie meinst du das? Nee. Das nächste ist ja dann offen. Ja, das also, nächste ist ja dann ein Entscheidungsspiel. Ja. Also das, wenn es dazu kommt. Wenn Drain es hier kommt den, dazu und das wird gewinnt dazu kommen. Drain auch. Den Tirailleur wird er jetzt wegfegen. Und dann ist alles ready hier für unser Entscheidungsmatch. Sehe ich genauso. Who's playing, Tirailleur? Die sind doch schon am Start. Tirailleur hat. Er hat nur 3500 MMR. Okay, sie haben anscheinend hier ihr Pulver schon verschossen, sag ich mal. Wenn das der Fall ist. Vielleicht ist es auch Fake MMR, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es nicht genug angesehen. Wenn das wirklich der Fall ist, dann würde es definitiv für uns sprechen. Mit großem Abstand. Drain ist mehr so bei 800 bis 900 MMR mehr anzusiedeln. Aber er schreibt Go und sein Profil scheint zu stimmen. Damit starte ich das Spiel. Bitte? Interessant. Sie schicken einen Terraner mit 3500. Nachdem schon sehr starke Spiele im Spiel waren, muss man schon sagen. Also sowohl der, dessen Name ich vergessen habe, als auch der Jun gerade, waren beide recht stark schon. Tadashi? Der Tadashi, stimmt. Ich hatte irgendwas mit Takeshi im Kopf. Takeshi's Castle. Takeshi's Castle, genau. So, Adimab erinnert doch sehr an eine altbekannte, allerdings ist ein bisschen anders, weil oben kann man nicht einfach drüber fliegen, sondern das sind so komische Barrieren, habe ich mir sagen lassen. Ja. Dass man nicht so einfach in die Main reinfliegen kann. Ah, interessant zu sehen hier. Im PvT, das erste PvT des Tages, damit mal alle Terraner ein Cheer-up im Chat.
Oh, da habe ich doch gefailt. Und zwar ist es ein TPVT. So, jetzt verzeiht mir bitte, ich muss noch mal kurz raustappen. So, gleich seid ihr wieder da. Und dann stellen wir mal die Spieler vor, würde ich sagen. In der linken oberen Ecke den Spieler von Team Phoenix. Genau, den Dwayne. Herzlich willkommen. Und gegenüber rechts oben gespawnt der Terraner vom Team Gaming League. Hyreux! Ich hoffe, dass er heute verlieren wird. Freundlich, aber ich hoffe es auch. Und ich glaube es auch. Wenn das Profil stimmt, weiß ich es auch. Aber mal sehen. Drain scoutet auf jeden Fall. Ganz Baldur's normal. Gateway hinten. Baut defensiv, ja. Hat ja anscheinend so ein bisschen seine Bedenken gegen den Terraner, entsprechend Reaper und was da nicht alles kommen kann. Mal ganz kurz AFK gehen. Kein Problem, Chris Maverick, sauber gespielt, gebe ich dir recht. Hat er gut gemacht. Und ja. Hier geht auch schon wieder die nächste Drohne an. Kann sie auch? Na? Schade, 5 HP hat sie noch. Er könnte sie kriegen. Und da hat er die erste Drohne First Blood bekommen. Wunderbar. Mittlerweile Reaper im Bau. Wir sehen auch den Nexus im Bau. Den Scout von Sorry. Tyrelleur, die hier anscheinend erstmal unten lang fährt. Nicht weiß, wo er lang muss. Zumindest seine Drohne. Mittlerweile auch das Command Center im Bau. Und oh. Wir sehen den Reaper, wie er sich an der Drohne zu schaffen machte, bis er sich die Plates geholt hat. Drehen hier mit dem Gasblock. Okay, gegen Tyrana. Kann man auch machen, wenn man irgendwie keine Hightech-Units am Anfang haben will. Mittlerweile ist Der SUV Reaper. daran, den Nexus anzugehen. Aber der Stalker Stalker ist kommt fertig, rechtzeitig. holt sich jetzt hier auch den Reaper und der Reaper Er wird wird ihn vielleicht sterben. sogar kriegen, ja. Das sieht gut aus. Oh, das Als wenn der sieht Stalker abbiegt nach da. rechts. Ah, doch, er kriegt ihn trotzdem. Da hat er auch sogar noch die Drohnen gezogen, den wollte er unbedingt haben. Ja, Mittlerweile auch. so ein Reaper ist schon Abschaum, den will man schon töten. Only Cheese? Okay, was auch immer das meint. Er meint. Vielleicht ist der Gasklau für ihn ein Cheese. Das mag sein. Ne, das glaube ich nicht. Ich glaube, Kann er hat ich. nicht bemerkt, dass Drain schon lange eine Echse hat. Drain fragt sich das auch gerade. Sehen wir doch gleich mal. Eigentlich müsste er es gesehen haben, dass er hier definitiv eine Echse hat. Also in der Sicht Er sieht hat sie man doch auch es. angegriffen, oder? Kurzzeitig, dachte ich. Ja. Vielleicht findet er die zwei Stalker-Cheese, die ihn jetzt auch schon töten werden, wie es aussieht. Ne, ein Tank kommt bald. Aber die Stalker können auf jeden Fall schon mal ein bisschen Schaden machen. Der Nehmen auch hier ein Bunker SUV wird auf jeden Fall raus. nicht fertig. Können noch einen Marine töten. Killen die ganzen Marines. Das heißt, bis der Alle. Tank da ist, können die Stalker auch noch SUVs töten. Aber er sollte vielleicht nicht hochgehen. Er sollte in der Nahezu SUVs. Er will Geht den aber Marine noch. hoch und holt sich den Marine. Jetzt hat er Jetzt. zugemacht. Geht Was er ein noch bisschen den Bunker? spät Also, ist. das gefällt mir nicht so gut. Er hätte jetzt 5 SUVs töten können derzeit. Jetzt ist der Tank da. Womit er auch zurückgehen muss. Oh, da Stalker hat er einen Stalker verliert. verloren. Aber kann sich hier trotzdem noch die beiden Er kann noch Marines weiter holen? stressen. Er kann vielleicht sogar noch trotzdem SUV holen, jetzt hier, bis der Tank runterfährt. Tank ist Ja. da und. Ja. Gut, es war jetzt nicht das Maximum, was man holen kann, aber. Er hat ihn auf Mittlerweile. jeden Fall, dadurch, dass er die ganzen Marines getötet hat, schon mal ein bisschen aus dem Konzept gebracht. 5 weitere Stalker sind sogar, die jetzt Und gerade auf dem Weg nach oben sind, gegen 2 Marines und ein Tank. Zweiter Tank wird gerade im Mast angedrückt, also wenn er jetzt reingeht und das tut er. er geht direkt auf den Tank drauf. Sollte Richtig. er, macht er auch, kriegt ihn auch. Tank ist Und tot, die beiden damit ist nicht Marines. mehr viel da, was schießt auf der anderen Seite. Und das Medivac Definitiv, fällt Medivac auch. ist tot und jetzt Jetzt nimmt geht's es an hier die auch. SUVs.
spannend, wie dann war. Rain 3 ist meilenweit vor den SUVs in Workern. Und der zweite Tank braucht auch noch ein bisschen. Allerdings wird er schon fertig, also ganz töten wir den jetzt kann nicht. Kann ihn vielleicht aber sogar noch Supply blocken. Wo wird er noch kriegen? Jawohl, und jetzt sieht er sich schön zurück. Kann die Natto noch zum Abheben bringen. Der Tank geht jetzt mal hier den Assimilator. Es kommen drei weitere Stalker. Mittlerweile geht er auf Colossid. Colossitech ist durch. Baut hier weitere Pylons, ist selbst fast Supply-Block. Oh, und er wird sogar die Natto bekommen, wie es aussieht. Da hat Trelier nicht aufgepasst und verliert hier seine Echse. Das ist, er baut zwar gerade die nächste fertig, aber das will man nicht haben als Terraner. Also es ist tatsächlich hier, wie es sich angekündigt hat, ein leichtes Spiel für Drain bisher. Definitiv war jetzt auch Supply-Block, ist immer noch Supply-Block. Muss jetzt hier gucken, dass er sein Depot wieder hochkriegt. Und Drain zieht sich hier zurück, wartet auf seinen Colossi, baut die dritte, baut die Forge und weitere Gates. Also er will hier definitiv auf Nummer sicher spielen. Sagt sich, okay, das Spiel habe ich soweit im Griff, ich weiß, was der Gegner tut. Und Trelleur scannt hier vor seiner eigenen Base, hat immer noch nicht das zweite Gas freigemacht. Hat hier mittlerweile so viel Army, könnte das Gas definitiv freimachen, aber das scheint ihm gar nicht wichtig zu sein momentan. Er möchte hier gern gucken, dass er safe steht und ja. Man sieht auch, es fehlt ihm am Gas. Also der hat jetzt momentan 35 Gas auf der Bank und das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Definitiv nicht. Und mittlerweile extended some Lance im Bau. Also Drain macht sich hier gemütlich, baut jetzt hier auch ein paar Cannons. Einfach um sicherzustellen, dass er nicht gedroppt wird. Und scoutet die Base. Er weiß auch, wie Malmar da vorne ist und geht es entspannt in das Spiel. Scoutet jetzt nach Hidden Bases, das gefällt mir sehr schön. Guckt sich hier alles an, sagt, okay, es kann ja nicht sein, so. So weit vorne kann ich nicht sein, zeig mir, ja, doch, was das, das weiß er. Doch, dass er seine Natto gekillt hat, da weiß er das schon. Hat den Observer jetzt auch in Stellung gebracht. Schauen wir mal. Sieht damit alles, was da so kommt. Ist auch kein Medivac im Feld. Ja. Vor allem, da auch durch den Assimilator, der hinten in der Base steht. Also, er hat das hier... steht immer noch, ja. Auch den Pylon an der Goldechse, also er hat hier definitiv alles, was er will. Mittlerweile Xander Zerm Lance auch durch, geht jetzt hier für den Attack, baut hinten nochmal Schildbatterien. Er könnte noch ein paar Probes mitnehmen, um von dem Assimilator ein bisschen Gas zu klauen. Und ja, da gut, geht's in den Fight. Tanks an Siege. Damit, indem er hier reinläuft. Oh, schöne Force Fields. Hat hier die Army gesplittert. Blinkt auf die Tanks und damit ist das Spiel gelaufen. Und das Drain gleicht aus. Wunderschön. Aber man muss sagen, natürlich, es war jetzt kein faires Match. Da haben sie schon einen verhältnismäßig schwachen Spieler geschickt. Dadurch Drain natürlich von Anfang an im Vorteil gewesen. Mal sehen, was noch kommt. Es wurde ja noch ein Terraner angekündigt. Vielleicht gibt es ja da jetzt noch einen starken Kontrahenten für Drain. Vielleicht wollten sie ihn auch aus dem Konzept bringen dadurch, dass er jetzt sich so darauf einstellt, so ja easy run und dann vielleicht nicht mehr so konzentriert ist im letzten Spiel. Aber schauen wir einfach mal, schauen was da noch kommt. Die Map steht auf jeden Fall schon fest. Das wird Parasite sein. Das ist nämlich die einzige, die noch fehlt. Grund scrollt mein Chat nicht mit. Warum scrollt der Chat nicht mit? Mir ist leider mein Handy gerade leer gegangen, deswegen kann ich jetzt auch nicht mehr verfolgen. Ich habe hier nur einen Bildschirm. So, dann lade ich mal Drain wieder ein. Und dich, den Jun. So, letzte Map. Wir kosten den Clan War voll aus, gehen in die
extra Meile in der siebte Partie. Wir haben alle Maps gesehen heute, den ganzen Map-Pool. Da jetzt noch Parasite kommt, eine meiner Lieblingsmaps aus dem vorherigen Map-Pool, die ja geblieben ist, die alle Spieler hassen, auch in allen Rassen. Ich nicht, ich mag sie. Und schauen wir mal, ob sie Drain auch mag. Er spielt jetzt gegen, ist es dieser Ferrocio, der Master-Spieler wahrscheinlich, oder? Haben sie am Anfang mal angedeutet, dass der am Schluss spielen wird? Oder ist er zu hoch für die Liga? Der als erstes Der ist zu hinter, hoch, nee, der war der zu ist hoch. 5-2, der ist zu hoch. Wen haben sie denn dann noch? Wir werden sehen. Last Player ist Banana, okay, das ist auch Master. Er sagt, Fireplay is missing. Banana hat 4-4. Okay, das ist wahrscheinlich erlaubt. Der ist Zack. Die Frage ist nur, ist es erlaubt, jetzt einfach einen anderen spielen zu lassen, wenn die es schon hier so eingetragen hatten? Wen hatten den eingetragen? Anscheinend diesen Fireplay, wo er sagt, er ist missing. Ich weiß nicht, musst du vorab eintragen? Ich wüsste jetzt nicht, wo man das eintragen kann und wo man es sieht. Aber Protosszocker wusste ja, dass noch ein Terraner kommen müsste. Also irgendwo muss es die Info gegeben haben. Fragen wir doch ihn mal, oder? Genau, frag mal Protoss, wie das ist und Er ist nicht mehr online in StarCraft. Mal raustappen und schauen, ob MTS ist. Ja, ich gehe mal kurz hoch. Bis gleich. ja, bis gleich. User left In der your channel. Zwischenzeit versuche ich uns hier ein bisschen bei Laune zu halten. Drainshark sagt kurze Pause, okay, ready. Damit wären beide Spieler theoretisch so weit, dass man das Spiel starten kann. Nichtsdestotrotz, wir warten noch mal ganz kurz darauf, was Mofu uns denn da sagen wird. Banana ready. Ich schreibe kurz Sekt. Dann warten wir auf die Informationen, die wir bekommen. Nichtsdestotrotz, morgen User joined gibt your es hier auf channel. dem Stream wieder neue Informationen. Das heißt, neue Informationen, auch wieder StarCraft 2. Tilo, also unser lieber Pöscher, wird streamen. Mofu wird da entsprechend bei sein und seine Spiele werden gespielt. Mofu, was Jo. sagen die Regeln? Also Protoss meint, sie dürfen tauschen, solange der in Okay. der MMR-Grenze bleibt, was er ist mit 4-4. Ja, jetzt wird Drain nochmal gefragt. Jetzt bekommt er einen auf seinem Level, beziehungsweise vielleicht sogar noch einen Tick höher. Also ähnlich. Unser Trend schreibt hier Go Go. Und der Gegner ist ja auch ready. Der Gegner war bereits ready, ja. Gut, dann starten wir durch. Harren wir der Dinge, die da kommen, und drücken wir unserem Dreien die Daumen. Auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall schon zwei Maps geholt, ist natürlich on fire und hat auch schon gegen Zerg bewiesen, dass er stark drauf ist. Allerdings nicht in dieser Liga. Jetzt mal sehen, was unser Banana so bringen wird. Die Map, ja, ich glaube, an sich sollte sie Zerg-favored sein. Aber ja, also ich persönlich, mich hat es nie gestört, auf der zu spielen. Mal schauen, wie Strain so sieht. Gut, dann stellen wir doch mal die Spieler vor. Und zwar haben wir hier oben in der linken oberen Ecke den Spieler von Team Phoenix, unseren Drain, als lila Protoss gespawnt. Und rechts unten in Orange gespawnt als Zerg vom Team Gaming League der Spieler Banana. 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 Ja, da gab es ein Lied, ich komme aber nicht drauf, aber ja, es klang, glaube ich, irgendwie so wie ihn, irgendwie so in der Art. Ich habe keine Ahnung. Oh. Glaubst du? Bananana. Ja, Ja, doch, irgendwie so. da gab es so ein komisches, so ein Jingle oder was es war mit so einem komischen Kerl mit dieser Hornbrille. Vielleicht weiß es einer. Der Guido Horn. Ja. Ja, Guido Horn war es nicht. Wir sehen den Pool First. Und Drain spielt jetzt was Interessantes. Er baut erst das Gate und dann eine Forge. Also er will wahrscheinlich sogar, wenn es irgendwie ein Opening gibt, einen Cannon Rush versuchen. Und wenn es kein Er Opening gibt, dann spielt er sieht. trotzdem Makro.
Es wird jetzt hier sehen, dass hier der Pool schon fast fertig ist. Aber das spricht relativ für ein Early Aggression, würde ich jetzt behaupten. Dafür ist Von natürlich die Forge auch praktisch, also. sehr definitiv, also mit der Forge kann er dann definitiv abwehren. Die ersten Linge sind schon im Bau. Aber es ist eigentlich offensiv gedacht, da er jetzt auch sein Nexus damit verzögert. Er baut jetzt auch einen Pylon, also er wird es auch nutzen. Ich denke, er spekuliert drauf, dass Banana denkt, es ist fake. Weil er so spät jetzt hier. Wobei er baut zwei Pylons. Ne, damit. Oh, Er sehr baut sich auch schön. Er hat ein. sich komplett Er eingebaut. baut sich ein, aber die Linge kommen schnell. Also Ja, es sollte trotzdem reichen, es dass sollte da reichen, die kommen auch entsprechend. nicht durch. Eine Cannon kann er jetzt gleich bauen, wenn er Mineralien hat. Und die hat Hat er er auch. jetzt. Er baut zwei Cannons und Lässt sie zwei auf den reichen ja Pylon auch. durchkommen. Und er kann hier hinten nochmal einen Pylon setzen. Also, das heißt, wenn der erste tot ist, kann er hier definitiv den zweiten noch setzen. Passt Und da noch das einer macht er rein? auch. Ja, da passt noch einer rein. Und da baut er sogar noch eine Cannon. Wunderbar. Damit hat er sich jetzt aber komplett eingebaut. Kommt hier. Die Cannon Ah, braucht er wunderbar. nicht. Zwei sollten ja auch langen. Das Also, ist wenn jetzt die er jetzt Frage. clever wäre, ich weiß nicht, doch, kommt Banana. dran. Ich denke, Banana wird es aufgeben. Also, ich glaube, verteidigen macht jetzt kaum Sinn. Er müsste jetzt hier irgendwie Spine spawnen, hat er aber nicht. Er geht mit der Linie rüber. Drain baut sich ein. Salad ist unterwegs, der muss die Lücke schließen. Aktuell steht noch eine Probe, die hält natürlich nicht viel ab. Baut auch eine defensive Cannon, das ist natürlich auch wichtig jetzt gegen die Linie. Bisher kommen ja nur vier, das heißt, die können von dem Salad durchaus aufgehalten werden, wenn der in Hold Position steht. Salad ist da, ist er schon auf Hold? Das ist die Frage. Ja, jetzt kommt er hin Jetzt ist er und auf jetzt Hold steht er Position, da genau kommt die last Cannon. minute. Und er versucht jetzt doch zu verteidigen gegen die zwei Cannons mit den Knien. Schaut Oh, auch Drain, aus, was weil die tust Lücke nicht du? geschlossen ist, aber die Echse fällt, also von dem her. Er kriegt's geklärt, aber mit dem Verlust seiner Natur war es das locker wert für Drain, diese Investition. Er hat zwar sicher viele Mineralien reingesteckt, aber wenn der Zerg nicht makron kann, dann ist es kein Zerg und deswegen, ja, Banana mit dem Nachteil in dieser Partie. Definitiv ist hier relativ schlecht gestartet. Mittlerweile hat Drain schon die zweite Base und das Stargate im Bau. Drain vergessen, Warp Gate zu erforschen? Nein. Ist schon durch. Doch. Ne, fehlt. Nee, hat er Das wird vergessen. wehtun, das wird wehtun. Das kommt sehr, sehr spät dann, aber ich meine, gut, mit Chronobus und so. Ist jetzt nicht so, als würde er viele Ionen jetzt erstmal brauchen. Wobei der Zerg will schon, ja, ein paar Linge gebaut da, aber. Vielleicht auch eher erstmal defensiv. Wir haben Holt jetzt aber auch. 11 Linge. Er bleibt bei Lingen, er holt das Melee Attack Upgrade. Er will ein 1-1 Timing spielen, holt auch eine dritte. Vielleicht auch ein Bending Bust. Aber Drain holt einen Void Ray. Der ist natürlich defensiv extrem stark gegen alles. Gegen Linge jetzt nicht so gut, aber an sich, er kann jetzt gleich mal den Overlord clearen. Und ja, damit schließt der Roach auch schon mal aus. Er baut jetzt auch Spores dagegen, also er hat das Stargate ja auch gesehen mit dem Overlord. Ja. Drain secured die dritte mit dem Salad, will er zumindest. Die Linge laufen erstmal nach oben, denken, dass Drain vielleicht oben exen will. Und jetzt kommt das Oracle nach. Das readied er ja, erstmal in seine eigene Basis. Wahrscheinlich auch echt ein defensives Oracle gegen die Linge. Macht jetzt auch wirklich Sinn. Denn er ist vorne, also er kann jetzt erstmal defensiv spielen. Und ja, mal schauen, Banana will aber jetzt schon ins Makro gehen, also er droht fleißig. Baut hier weit, aber auch weitere Linge. Er ist Und natürlich hier hinten die im Makro, Upgrades. also Drain, wenn seine dritte durchbekommt, ist er vermutlich vorne. Ganzes Stück mit Probes immer noch vorne. Linge laufen oben ab, schauen, ob die Echse kommt. Kommt noch nicht. Dafür das Oracle Mittlerweile auch unterwegs. der Void Ray runter und das Oracle. Aber wir haben Void schon Ray überall Spore-Crawler und ist Queen dann. stehen. Boss sind auch ganz gut positioniert. Also mit dem Void Ray kann er nicht gegen Queen und Spore kämpfen. Allerdings kann Definitiv er ihn nicht. out of position ziehen. Er könnte jetzt in die dritte gehen mit dem Void. Das macht er auch. Und da ist bisher noch kein Spore. Der wird erst gebaut. Das Oracle geht jetzt in die NATO, findet die Lücke, weil der Oh, Spore unten schön. ist. Kriegt er ein, zwei Drohnen. Zwei hat er schon. Vierte kriegt er auch noch. Der Oh, da vierte kommt kriegt er auch auch die noch. nächste Jetzt muss er weg. Ne, vierte Queen. kriegt er 10 nicht. HP. Oracle entkommt. Ah, oben ist ein Spore recht nah am Rand. Und die Queen wird ihn abfangen. Oracle fällt. Das war jetzt schade, denn der Void ist nicht in die NATO gegangen. In die dritte gegangen. Und der muss sich erstmal zurückziehen. 16 weitere Linge im Bau. Langsam kommt der Zerg ein bisschen zurück, dadurch, dass Drain keine dritte baut. Aber er könnte auch ein starkes Two-Base All-In spielen jetzt. Also, das wäre Wir haben definitiv.
momentan 30 Linge gegen einen Stalker, einen Salad und was einen Voidway. Charges im Bau, das heißt gegen die Linge ist natürlich Charge Salad ideal, drei Warp da gleich mal. Er wird jetzt auch früher oder später hier sich die NATO securen die dritte securen und dann ins Makro gehen. Der Voidray mittlerweile geht auf die Hedge, wird aber hier angegangen und die Salad kann aber die hier oben. Vierte verteidigen, vernichten. Macht er jetzt auch. Vernichten vielleicht nicht gleich, aber kann sie low halten. Kriegt er sie vielleicht sogar? Mit einem Overcharge würde er sie kriegen. Ja, es könnte sogar sein. 70. Klappt 60. Auch ohne, die Queens helfen nicht. Es klappt ohne. Es ist ein Haufen Linge jetzt um Drains Bases verteilt, aber er hat schon Charge. Wurde nicht durch. Gecancelt, also da hat er wirklich die Base gekillt. Okay. Und die Linge versuchen in die NATO zu kommen, da steht ein Stalker und das Shield Battery rettet hier Drains Eingang. Die ist natürlich perfekt hier, um zu verteidigen, diese Shield Battery. Dann können die Set jetzt zurückkommen. Ja, und Drain spielt nach wie vor super Dan. Verliert hier allerdings den Voidway. Den wird er verlieren, aber der hat seine Pflicht erfüllt. Warp Prism geht jetzt los, also hört nicht auf hier was loszuschicken, aber es wurde auch gescoutet von den Dingen. Mittlerweile ist Storm und zwei neue Schildbatterien. Und erwischt auch wieder die Position, an der er exen will. Er exet jetzt an beiden Seiten, der Zerg. Schickt dann den Sturmtrupp oben los für die andere Seite der Echse, das macht Rain sehr schön. Unten warpt er rein, geht auch hier auf die Echse und die Army ist noch in der Mitte, also der Zerg hat nicht aufgepasst, wo das Warp Prism hin ist. Und könnte hier, wird die Echse verlieren, Rain kann sogar einladen, wenn er aufpasst. Macht er auch. Hat hier eingeladen jetzt, und geht auf der anderen Seite geht er nicht auf die Echse, die neu gebaute. Geht auf den Creep. Er will die dritte direkt rausnehmen, na das wird er nicht ganz schaffen. Könnte knapp werden. Das könnte sogar funktionieren. Ärgerlich, wäre da jetzt auf die vierte gegangen, hätte ihn auf drei passen, aber geht gleichzeitig in die NATO und in die Main mit mehr Salads und die haben schon fünf Drohnen gekillt. In der Main killen sie noch weitere, geht erstmal auf die Queen und kann eventuell noch mehr Drohnen töten. In der Main macht er jetzt nicht, ne, er kämpft gegen die Linge. Aber er hält ihn gut auf Trab und hat sieben Drohnen dabei getötet. Und das Warp Prism entkommt, wie es aussieht. Ja. Sehr schön. Mittlerweile haben wir auch das Bending Nest, das wir irgendwie verschlafen haben. Aber wir haben jetzt auf der Map, was haben wir denn? Einiges an Linge, 40 Linge auf der Map. Okay, gegen 5 Salads. Wir bekommen gleich 2-2 Upgrades, die Linge. Salads haben 2-0. Dark Shrine kommt wieder und. Und er will hier die Echse killen mit den 3 Salads und das könnte lange hin, dann ist out of position die Linge. Ah, der eine Salad kommt nicht hin. Ah, aber es reicht trotzdem. Es reicht trotzdem, ja. Sehr schön. Da reichen die, Bars. Da sind die 5 Spinecrawler halt jetzt auch useless, weil die Drohne, die Echse ist tot. Ja, die werden dann in die nächste für die Echse nächste gehen. Dann. Ja. Oben baut jetzt auch nochmal ein paar Spinecrawler. Und jetzt will er es wissen. Jetzt geht er mit seinen ganzen Linken, geht er jetzt einmal hier links oben rum. Aber das sind Archons, das Storm, das sind Salads, da ist nichts zu holen für die Linge. Ja, er geht jetzt raus. Er geht raus, ja. Er will jetzt hier aber attacken. Auch im direkten Fight könnte er gegen die Linge kämpfen, weil Archons einfach unbesiegbar sind gegen Linge. Richtig, aber wenn er einen Rambai bekommt, dann ist seine Minimal Line hier definitiv weg. Baut jetzt hier seine vierte Base. Er greift jetzt die vierte vom Zerg an. Und die lässt Linge aber auch die Archons hinten stehen irgendwie. Kommen neue Linge dazu. Die anderen Linge gehen jetzt doch, wie du es vorher gesagt hast, in Drains dritte. Aber da kann er gleich Dark Templar reinwarpen. Ja gut, aber das bringt ihm dann nicht viel. Dauert zu lang. Ich meine, er kriegt jetzt hier richtig Drohnenschaden, er bemerkt nicht, die Probes fallen alle, das sind unendlich viele Probes, 20, 23, das wirft ihn jetzt zurück, das wirft ihn jetzt leider zurück. Gleichzeitig ist er aber mit dem Drop in der Main und versucht da den, das wird nicht ganz klappen mit dem Hive, da sollte er lieber kämpfen in die Linge, aber er kriegt die vierte wieder raus. Allerdings ist er selber jetzt auf 2 Base. Da kommen jetzt auch die Banelinge. Banding Speed ist fast fertig. Bitte hat er bekommen, er sollte jetzt hier die Templer und die Archons zurückziehen, die nicht noch verlieren. Er hat hier daheim jetzt richtig zu kämpfen. Er muss die gegen die Linge verteidigen, aber nach wie vor die Schildbatterie, sie hat noch ein bisschen Energie, sie überlebt auch wieder. Die ist schon Gold wert gewesen im Spiel, aber die Echse wird gerade so fertig und kann von den Lingen angegriffen werden. Aber sie gehen erstmal auf den Pylon und das kauft noch ein bisschen Zeit. Und Warpin kriegt er an der Stelle nicht rein. Geht von der Main noch ein paar Units nach, warpt auch weiter rein. Ja. Er baut hinten auch einen Archon, aber ich weiß nicht, ob er ihn rauskriegt. Die Linge sind zu stark, 2-2 Linge.
Sind zu stark. Ja, und jetzt ist Drain wieder hinten. Jetzt ist er auf 2 Base gegen Zack, der fast auf 4 ist. Gut, aktuell noch auf 3, aber... Ja, ich hab's befürchtet, der Arkon kommt nämlich nicht raus. Hat jetzt einen Arkon eingesperrt. Ich meine, er war jetzt so lange vorne und mittlerweile hat eben Banana das Ganze wieder ausgeglichen. Allerdings ist etwas ärgerlich. Er hätte mit dem Recall das Ganze verhindern können, aber... Oh, jetzt reißt er sein Gate ab, weil er sieht, dass er mit dem Arkon nicht rauskommt. Er braucht den Arkon, ja. Vermute, dass Strain jetzt auch mehr oder weniger all-in gehen. Nee, er ext nochmal. Ich glaube, ich wäre jetzt mit der Army mal vorgelaufen und... Da kommen jetzt neue Arkons, zwei jetzt Stück an der Zahl. Wir kommen aber auch Spinecrawler. Ah, der Zerg erwischt ihn hier im blödsten Timing. Die Ex wird gerade gebaut, dann kommen die Linge und die muss ich gleich wieder canceln oder verliert, oh, sie, verliert sie. Er verliert sie. Aber er hat viele Arkons, also die Banding ist jetzt nicht so stark. Aber es sind aber auch das viele. Muss jetzt... Er muss jetzt, glaube ich, angreifen, weil er ist auf 2 Base. Er muss definitiv, weil er hat jetzt wieder die Base verloren. Das ist... Er hat die stärkere Army, er hat Storm. Banding ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber er hat Storm. Er darf halt nicht in den Spines kämpfen, aber er muss kämpfen. Wird ihm nichts helfen, jetzt hier defensiv zu spielen. Der Zerg schickt die Linge ins Runby und da werden sie abgefangen. Die laufen genau in die Arkons und da werden einige Linge fallen. Da werden jede Menge Linge fallen. Das war schon mal ein guter Anfang für Drain. Die Frage, macht der Zerg noch einen Runby? Nee, er will jetzt hier an den Spines kämpfen. Ist auch für den Zerg die richtige Wahl. Drain, ja, muss jetzt irgendwie da außen rumlaufen, diesen ganzen Spine-Paradies. Ja, er geht trotzdem drauf. Er geht drauf, das ist, ja, aber es ist eine Engstelle für den Zerg, das ist auch wieder ganz praktisch. Jetzt kommt der erste Storm. Das tut weh. Noch ein Storm, er sollte noch ein Guardian Shield anwerfen. Er verliert viele Arkons, das tut richtig weh. Es sind zu viele Spines, darin kann man leider nicht kämpfen. Schade, schade. Ich meine, noch hat das relativ gut hinbekommen, warpt hier auch nochmal rein. Er ist all in, er hat keine Echse mehr, er kann weiter versuchen, er hat noch ein paar Storms wahrscheinlich. 44 Linge im Bau. Also das wird hier schon heftig. Und die greifen die Templer gehen nach ab hinten an. Er müsste noch einen Arkon walken, kraft er nicht. Nee, und das war es leider. Schade, Drain war echt vorne. Und dann kommt Banana. Ja gut, der Banana halt ein starker Masterspieler natürlich. Darf man jetzt hier nicht. Wir hätten ihn nicht unterschätzen dürfen. Ja, es war definitiv. Gut gespielt von ihm, gut gehalten und auch gut gekontert eigentlich. Ich meine, ja. wenn Drain hier einmal hergegangen wäre und hätte sich vielleicht noch, hätte noch einen Recall gefahren, dann hätte es vielleicht besser ausgesehen, aber so, die Base muss er, ja, endlich, auch, die hat er gecancelt. Aber er ist zu weit hinten, also das... Es ist nur noch halb so viele Worker und Zerg auf 5 Basen. Die Ultras im Bau, die ersten 3 Stück. Mit der Panzerungs-Upgrade und ja, also und da auch, jetzt nochmal zurückzukommen, wird echt schwierig für ihn. Ja, es ist fast unmöglich. Zerg auch mit 3-2 Upgrades. 9 weitere Bandlinge im Bau. Ullis sind schon auf dem Feld. Also da nochmal zurückzukommen, wird nicht einfach für Drain, aber... Er hat auch genau halb so viele Worker. Jetzt kommen die Linge da in die Natur, da kommt jetzt auch so die, viel passiert. Da kommt ja die T. Sehr schön, der T. Aber man sieht schon an dem Gate, wie viel Schaden, also diese Linge sind jetzt so stark schon mit den 3-3 Upgrades. Ich meine, er hat den DT-Schrein jetzt schon eine ganze Weile. Muss man dazu sagen, hat aber keine DTs gebaut. Und das rächt sich jetzt so alles so ein bisschen. Ich glaube, Drain hat hier das Spiel deutlich zu lange zu sicher, hat sich da zu sicher gefühlt. Naja, jetzt geht's nochmal. Geht hier nochmal rein. Das wird der letzte Kampf sein. Jakobs hier auch die schön, Ulis, dass auch die Storms gut treffen können, aber Ulis natürlich hier. Da kommt ein Gemetzel! Und damit verlieren wir, wenn auch sehr, sehr knapp. Drain hat sehr gut gespielt, 2 Maps geholt.
kann auf jeden Fall zufrieden sein. Und insgesamt denke ich auch mit einem 4 zu 3 für das erste Match in dieser Liga ein ganz guter Einstieg auch für uns. Wenn es auch nicht ganz für den Sieg gelangt hat, glaube ich, kann man da trotzdem ganz zufrieden sein. Es war ja auch ein relativ starkes Gegnerteam und haben alle ganz gut gespielt. Es war jetzt keiner, der irgendwie untergegangen wäre. Von dem her denke ich schon ein ganz schöner erster Clan war hier in der Liga. Definitiv haben sich gut geschlagen, die Leute. Dann müssen wir uns leider verabschieden von heute. Von euch für heute. Ja, so in der Art. Nichtsdestotrotz, morgen gibt es wieder Streams hier auf dem Kanal. Genau, Mofu wird morgen spielen gegen Handstand. gegen Drain werde ich Drain, spielen morgen. stimmt, genau, gegen Drain. Im vorletzten Match im Winner Bracket, bevor es dann in die. Nee, im letzten Match im Winner Bracket, bevor es dann in die Playoffs geht, die ja am Dienstag stattfinden. Ja. Und am Sonntag werden wir auch nochmal hier in der Coprolo Team League spielen. Da werden quasi die Masterspieler entsprechend antreten, um für uns gegen Angel Wings B? Nein, gegen Angel Wings zu spielen. Ja, Und es gibt viel Content, es geht wieder richtig rund in StarCraft. genau, die Ligen haben angefangen, von daher besucht uns öfters, schaut vorbei, lasst uns Likes da und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Amazon Prime-Abo da lasst und ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Wiederschauen, bis dann, ciao. Ciao. Some lose. I can see through your disguise.